Frohes neues Jahr 2024 und herzlich willkommen bei Hanseatic TV. Ja, heute wieder der glanzvolle Auftakt, nämlich der Blankeneser Neujahrsempfang hier im Grand Elysée Hamburg. Und Sie wissen ja, Gastgeber Klaus Schümann, Herausgeber und Chefredakteur des Klönschnacks, lädt wieder ein. Und es kommt nicht nur lokale Prominenz aus Wirtschaft, Kultur und Soziales, sondern auch Politikprominenz aus Berlin. Ja, und wir freuen uns heute auch, die Ehrengäste heute kennenzulernen und natürlich viele Gespräche zu führen, viele launige Gespräche. Olaf Scholz sagte jetzt jüngst, wir leben in aufgeregten Zeiten bei der Eröffnung in Cottbus eines ICE-Werks. Und ich würde mir wünschen, wenn wir aufregende Zeiten hätten, nämlich mal wieder Aufschwung. Und dazu sollte ja das Wachstumschancengesetz dienen. Ich hoffe, wir werden in diesem Jahr doch noch irgendwo ein bisschen Aufbruchsstimmung oder Aufschwung erleben und heute auch viele tolle Leitsätze erfahren. Ja, und dazu lade ich Sie heute recht herzlich ein. Ja, jetzt an meiner Seite Herr Tagang, ich grüße Sie, frohes neues Jahr erstmal. Sie sind der Direktor des Grand Elysée Hamburgs. Und mit Ihrer Leitung, Ihrer Führung würde ich gerne fragen, was es denn an Neuigkeiten gibt hier in diesem Hotel? Was gibt es denn Schönes zu berichten für die Zukunft? Wir haben eigentlich ein sehr stabiles Team. Ja. Und dann der Hotel läuft sehr gut. Ja. Und super große Änderungen wird es nicht geben. Ja. Aber wir haben jetzt im letzten Monat haben wir die Villa Christine, die 5 neue Suiten vorgestellt. Wir haben Le Petit Chef, das ist das ganze Erlebnis-Dinner, die wir Mitte November angefangen haben. Ja. Ist bis jetzt glaub, wirklich erstaunlich gut. Ja. Und dann, wir haben einige Baupläne, die Projekte, zum Beispiel momentan die Sauna ist am Renovieren. Ja. Wir machen die Champagner bei etwas Neues. Wir haben einige Zimmer zu renovieren. Wir haben sehr viele Pläne. Das ist eine Menge, was Sie sich da auch vorgenommen haben. Und Sie haben die schönsten Empfänge, nämlich den Blankeneser Neujahrsempfang. Haben Sie den schon mal besucht? Ganz oder erleben genau. Sie den heute auch mit und neu dazu? Heute zum ersten Mal. Ja, ich freue mich, heute wieder in diesem Hotel, in dem wunderschönsten Hotel hier in Hamburg, Vielen Dank. Mit Ihnen und als neuen Repräsentanten. Und freue mich auf weitere Gespräche. Vielen Dank, schön, dass Sie hier sind. Ja, danke. Ja, frohes neues Jahr, Herr Karan, ich grüße Sie recht herzlich. Wie sind Sie denn durchs Jahr gekommen? Ganz ruhig. Ganz ruhig und besinnlich. Wir waren in Portugal, in unserem Haus. Ja. Nur unser ältester Sohn war da und meine Frau hat schon was gekocht. Ja. Ich habe eine Flasche Wein aufgemacht und das meiste selbst getrunken. Was machen Sie denn jetzt zurzeit aktuell? Sind Sie noch wirtschaftlich aktiv? Im operativen Geschäft wahrscheinlich nicht mehr, aber als Privatier trotzdem noch, als Philanthrop. Was sind so Ihre, sag ich mal, noch Herzensaufgaben, auf die Sie sich jetzt im Moment gerade beziehen? Also ich bin viel mehr mit meiner Stiftung unterwegs. Ja. Da gibt es ja viel zu tun. Mhm. Wir sind in Integration, Sprachförderung, Fußball, Theater, also viele Dinge, die Integration dienen, unterwegs und da gibt es viel zu tun. Fußball, Stichwort Franz Beckenbauer. Wir wollen ja auch ein bisschen Nachruf machen. Ja. Großer Weltfußballer und für uns alle ein Idol und eine Legende. Ich kannte Franz gut. Das dachte ich mir. Ich habe ein paar Mal mit ihm Golf gespielt. Oh. Ja, war ein toller Mensch. Ja. Können Sie ein Statement geben, was Franz so vielleicht so für typische... Der war menschlich. Der war menschlich. Ja. Von dem zählte der Mensch und nicht, wo der herkam, welche Religion, welche Haarfarbe. Ja. Nur der Mensch zählt. Und Sie haben ihn persönlich kennengelernt? Ja, mehrmals. Aber es bewegt jetzt schon, nicht? Ich meine, so viele moralische Instanzen, auch Wolfgang Schäuble ist jetzt von uns gegangen. Das muss man alles erstmal verdauen, nicht? Ja, großartiger Mann. Ja. Mit seiner Frau war ich in der Welthungerhilfe tätig gewesen. So, ich kenne die beiden einigermaßen. Herr Karan, Sie kennen die auch alle persönlich, die ganzen Persönlichkeiten. Was sagen Sie denn allgemein zur Zeit? Was kann man uns eigentlich auf den Weg geben? Ich meine, wir haben ja keine Planungssicherheit. Ich finde ja, das Thema Planungssicherheit ist mit am wichtigsten, dass gerade der Mittelstand, wie ich halte es keine Menge Gäste durch, aber das schneiden wir vielleicht. Ja. Ja, was sagen Sie denn dazu, wie wir eigentlich mehr Vertrauen wieder in die Politik gewinnen können? Also, die haben Probleme, die keine andere Regierung gehabt hat. Hm. Der Krieg in Ukraine, der Krieg in Israel, Inflation, das Problem zwischen China und USA, das hat alles einen Einfluss auf unsere Politik. Mm. Das heißt, die haben heute viel mehr Probleme als jede andere Region vorher. Nur das, was sie mit der Lösung machen, die handwerklichen Fehler, das kann man nicht verzeihen.
vor allen Dingen der Haushalt. Ich meine, der ist ja immer noch nicht richtig fix. Nein. Der ist ja erst Ende Januar. Haben Sie da noch ein paar Ideen oder so? Also mit den Wachstumschancen? Ja, so viel Geld habe ich nicht, dass ich das Haushalt. Aber mit dem Wachstumschancengesetz ist es ja auch nicht so einfach. Das sollte ja eigentlich der Wirtschaft so einen Aufschwung geben, ne? Also, wenn Sie, ich bin jetzt 53 Jahre in Deutschland. Hm. Der Deutsche ist resilient. Der sagt aber auch nichts. Ja, ne? Aber er sagt nichts. Nee, aber von Grund auf ist er schon ein starker Mensch. Ja. Und die gehen bis zu Abgrund hin, schrecken zurück und dann fangen wieder an. Dann fangen sie wieder an aufzubauen. Ich danke Ihnen, das soll mir reichen. Ich wünsche Ihnen noch wirklich ein tolles Jahr. Ne? Genau, alles Gute. Ja, jetzt an meiner Seite Christian Dunger hier live on air. Und man sieht ja auf der Pressewand auch die WDI Media. Und da bist du ja der Geschäftsführer, denke ich mal, und auch Inhaber. Ist richtig so, ja? Das ist richtig, ja. WDI Media Agentur, klassisches Agenturgeschäft. Dann beschreib doch mal für diejenigen, die in der WDI Media Gruppe nicht kennen, was sie im Portfolio alles macht. Also WDI Media, unser Slogan ist ja Web, Event, Print. Also sprich, wir machen alle kommunikativen Dienstleistungen, die heute gefordert sind. Klassische Printprodukte, wie man sie eben heute auch noch gerne hat. Dann eben alles, was im Bereich Digitalmedien ist. Ja. Und natürlich dann der wichtigste Aspekt für uns, Veranstaltung. Ja. Ich nenne das immer die Triangel des kommunikativen Grauens. Also letztendlich den Digitalbereich, den klassischen Printbereich und eben das Live-on-Air-Thema, wie du jetzt hier mit mir stehst, dass wir eben auf Events eben auch anwesend sind. Verlagsgeschäft, da muss man auch den Titel nennen, Opium, man sieht es ja auch hier auf der Pressewand. Opium steht für, sag ich mal, lokale, besondere Menschen hier in Hamburg, die die Stadt prägen. Das ist ja ein Metropolmagazin. Das ist vielleicht nochmal ergänzend. Absolut, genau. Wir sind direkt vor der Pressewand, dann macht er nichts. Genau, das macht er nur live. Absolut, genau. Also ja. Opium, Metropolmagazin für Hamburg. Hamburg ist natürlich unsere Heimatstadt. Wir adressieren Themen in Hamburg für Hamburger. Das ist auch, ich sage jetzt mal, glaube ich, unser USP, wie man heute sagt, dass wir eben alle möglichen Bereiche, die uns im täglichen Leben berühren, ob Kunst, Kultur, Gastronomie, Wirtschaft, auf einem gewissen Niveau, so wie wir es eben selber gerne lesen, eben in den Mittelpunkt heben. Ja. Und zwar eben auch nicht nur immer schillernd, sondern auch eben manchmal kritisch, gerne eben auch verbunden doch mit anspruchsvollen redaktionellen Beiträgen. Ja. Und ich glaube, die Mischung macht es am Ende des Vielleicht noch Tages. Etwas zur Kooperation mit dem Klönschnack. Ja. Wie verträgt sich das sozusagen? Opium, Stadtmagazin und Klönschnack, kann man da was Schönes sagen mit Herrn Schülmann? Hamburg ist natürlich eine große Stadt. Ja. Der Klönschnack fokussiert ja auf den Hamburger Westen. Ja. Das ist auch meine Heimat. Deswegen eben schon eine jahrzehntelange Kommunikation, Kooperation mit dem Klönschnack. Und Freundschaft wahrscheinlich. Freundschaft auch, mit Klaus Schümann, die ich sehr, sehr wertschätze auch. Und das ist eine wunderschöne Kombination. Mhm. Eben einmal Opium, etwas, ich sag jetzt mal, stadtweiter im Thema. Mhm. Und dann eben der Klönschnack, sehr lokal, aber eben in meinem Heimatort Blankenese ja auch zu Hause. Und das passt wunderbar. Sehr schön. Ja. Abschließend noch, willst du irgendwas avisieren? Gibt es irgendwas Schönes, was man jetzt schon ankündigen darf? Also dieses Jahr wird sehr spannend werden. Es wird einige, ich sag mal, Erweiterungen auch in unserem Portfolio geben. Mhm. Ich bitte um euer Verständnis, dass wir da jetzt langsam... Nicht ein bisschen Begehrlichkeit zu wecken. Nein, das wollen wir nicht. Aber es ist natürlich jetzt ein Jahr, wo wir wieder voll dabei sind nach der langen Corona-Zeit. Ja. Ich glaube, das geht uns ja allen so. Und 24 steht für uns im Fokus eben der Expansion. Mhm. Und da werdet ihr ja auch live und in Farbe wieder mit das dabei sein. Das klingt spannend. Ja? Vielen Dank, Christian Dunger. Und noch einen schönen Abend heute. Dankeschön. Ne? Ja? Okay. Mach's gut. Ciao. Ja, jetzt an meiner Seite Anaïgio Djouedis, ich grüße dich. No Risk, No Chance ist dein Werk. Wenn du noch mal einige Zahlen darüber gerne mal noch mal sprechen möchtest. Du hast ja jetzt auch eine Reihe an Lesungen gehabt und das Buch soll ja Mut machen. Genau, also No Risk, No Chance, die Biografie eines mutigen Optimisten, ist meine Autobiografie und da geht es wirklich darum, Leute zu motivieren und Leute zu zeigen, was man aus nichts machen kann. Und das ist nämlich eine renommierte Galerie zu führen und zwar direkt am Airport, wenn du dazu auch kurz was sagen würdest. Ja, das ist in der Tat was Besonderes, weil das ist die erste Galerie in einem deutschen Flughafen. Also ich war der erste und der einzige nach wie vor, es gibt keinen zweiten. Mit dem Titel? Airport Gallery, also Airport Gallery, T2, Ankunftsbereich und jetzt inzwischen seit 8 Jahren jetzt an einem Hamburger Flughafen. Also wer dich mag, kann dich auch persönlich vor Ort antreffen, ist richtig, jederzeit, also man muss nicht fliegen, man kann direkt zum T2 ankommen, das ist im Ankunftsbereich.
Bereichen. Und heute Abend habe ich eine große Ehre, hier von meiner Galerie vier Figuren zu verteilen. Einmal an den Bürgermeister, einmal an Frau Fegerbank, die zweite Bürgermeisterin, an Herr Lienemann und an unser ehemaliger Bundespräsident Herr Gauck. Jeder bekommt von mir eine Figur heute Abend. Also mehr geht nicht. Diese Skulptur ist eigentlich von welchem Künstler, die dich auch sehr bekannt gemacht hat und natürlich auch den Künstler? Das ist im Prinzip, das ist der Oskar von Hamburg. Inzwischen ist die Skulptur wirklich sehr bekannt. Es haben sehr viele Prominente inzwischen. Und diese Figur wird immer bei guter, sehr hochwertiger Anlässe an wichtige Personen überreicht. Und heute Abend hier sind vier hochkarätige Gewinner von dieser Figur. Dann, Herr Blank, dieser Neujahrsempfang ist ja auch adäquat. Ja. Ne? Kann man ja auch vergleichen mit, was die in Hollywood haben, das können wir doch schon lange. So ne? ist das. Das ist unser kleiner Oskar. Ne? Unser kleiner Oskar hier von Hamburg. Anaijio, vielen, vielen Dank. Dankeschön. Du hast ja auch hier deine Freundeskreise. Genieß den Abend und nochmal frohes neues Jahr. Und Dankeschön. Dann bald wieder auch gerne bei dir bei der Galerie. So ist am das. Airport. Danke. Dankeschön. Ja, jetzt an meiner Seite Theresa und Anna von Hesse und Hallermann. Ja, es ist ein bisschen laut jetzt geworden. Jetzt ist der Auftakt. Ihr seid für den organisatorischen Ablauf zuständig und macht die PR. Wie ist es denn in diesem Jahr, wenn man das so vergleicht mit den letzten Jahren? Also wir haben schon den Eindruck, dass alle wieder auf dem Blankeneser Neujahrsempfang gewartet haben. Na toll. Die gesamte relevante Presse der Stadt ist da. Ja. Bundespolitik, Lokalpolitik. Ja. Illustre Gäste, wir sind sehr zufrieden. Und Theresa, bitte, auch von dir? Nochmal ich habe dem eigentlich gar nichts hinzuzufügen, wie immer. Ja, dann füge ich da was hinzu. Ich meine, es sind ja auch so launige Reden, also hier traut man sich ja auch mal ein bisschen Kanten und Ecken zu zeigen, oder? Habt ihr auch so erlebt, ne? Ja, das erleben wir auch. Okay, beantwortet so. Sich auch von selbst. Was gibt es denn Schönes, was ihr vielleicht avisieren wollt? Weil es gibt ja auch andere Veranstaltungen, es gibt ja auch andere Themen. Wollt ihr da vielleicht mal gerne was ankündigen? Auch noch nicht? Doch, das können wir. Na, endlich. Das können wir tatsächlich. Ja, alle Jahre wieder findet ja auch immer wieder das Promi-Kellnern in Cordelia Palettos Palazzo okay. statt. So auch dieses Jahr am 31. Januar. Es ist soweit. Es gibt sogar auch noch ein paar Tickets. Toll. Genau, da was heißt denn, dass die Prominenten wirklich ein Tablett in die Hand nehmen? Genau. Oder? Ja? Da werden Schauspielerinnen, Sportler und so weiter werden dann zu Servicekräften und servieren das Menü von Cornelia Poletto. Aber nicht same procedure as every year, so nach dem Motto, der Kellner, der kommt und dann immer über irgendeinen Löwen, der da auf dem Boden liegt, stolpert. Einige sind schon richtig alte Hasen, die sind nämlich schon jetzt das vierte Mal dabei, die können das schon beherrschen, das ist schon perfekt. Ja. Die werden schon fast abgeworben von der Zeltdirektion. Dürfte ich denn als Tollpatsch, sag ich mal, Kellner auch mal, mal versuchen, mein Bestes zu geben? Das lässt sich bestimmt einrichten. Ja, so als Slapstick-Einlage, ja? Ja, also wenn ihr nichts zu ergänzen habt, wenn alles rund läuft, dann läuft es halt rund. Ne? Also ihr könnt immer noch gerne einen Aufruf starten. Es läuft. Sagen, es läuft. Ne? Wenn es läuft, dann läuft es. Dann sollen wir es auch so lassen. Übrigens, frohes neues Jahr, falls ihr es vergessen habt. Wünschen wir auch. Gerne. Vielen Dank. Und bis bald und wieder auf ein Wiedersehen auf anderen tollen Veranstaltungen hoffentlich. Ne? Wir freuen uns. Danke dir. Ich schlafe mich jetzt schon ein. Ne? Danke. Guter Mann, es waren gerade eben die Golden Globes. Und jetzt hören Sie auch schon für Sie die Fanfare extra ausgelassen. Sagen Sie mal, toller Designer-Einzug. Erstmal von welcher Marke, wenn man fragen darf. Wir müssen auch mal die Männermode kultivieren. Absolut. Und fang mal ganz unten an. Kannst du meine Schuhe sehen? Ja. Oh, mal kurz auf die Schuhe. Also ich möchte Detlef Bernhard aus Köln, ein Schneider, ein Herrenschneider. Das ist Ihr persönlicher Ausstatter, absolut. Ja? Und da ist die Kamera. Sagen Sie, Sie sehen ja aus wie ein Hollywood-Star. Und ich hatte ja gerade eben gesagt, die Golden Globes waren ja gerade eben. Aber da liege ich wahrscheinlich falsch. In dem Genre spielen Sie nicht mit, oder doch? Noch nicht. Oder sind Sie als Unternehmer auch gerne mal ein Schauspieler? Nein, überhaupt nicht. In meiner Branche ist das gar nicht zulässig. In welcher Branche sind Sie denn, Herr Frank Robben? In der Zweiradbranche. Also das heißt, Sie vertreiben oder verkaufen oder vermarkten Motorräder? E-Fahrräder. Habe ich mir glatt gedacht. E-Fahrräder. Also im Sinne der Nachhaltigkeit sind absolut. Sie ja... Absolut. Darf man fragen, wo Sie located sind, also wo ist Ihre Residenz? In Blankenese und in Wedel. Das ist ja wunderbar. Also Fahrräder zum Mieten oder zum Kaufen oder beides? Zum Leasen und zum Kaufen. Zum Leasen und zum Kaufen, ja. Und wie ist denn da so die Entwicklung? Oh, wir haben hier Gäste, es ist sehr bewegt. Wie ist so die, sag ich mal, so die geschäftliche Lage? Wir sind ja alle im Moment nicht so einfach. Wie ist das Kaufinteresse, die Kaufkraft? Die kosten ja schon ein bisschen was. Also wir sind mit der Geschäftsentwicklung super zufrieden. Wir haben hohe prozentual zweistellige Zuwachsraten. Also das heißt, Sie sind auf dem richtigen Weg. Alles, was absolut. Klimafreundlich ist, wird gefördert. Ja. Und da ist der Trend. Wir haben die Autobranche verlassen und haben uns jetzt auf Zweiräder spezialisiert. Achso, wo waren Sie denn vorher? Bei Audi und bei BMW. Und da haben Sie was? Also da haben Sie dann doch Vertrieb, Vermarktung. Ja, aber Verbrenner. Genau. Ah,
Ja. Und dann ist Ihnen der Geistesblick gekommen, jetzt vom Verbrenner umzukehren. Ja. Vor zwei Jahren schon. Wir haben das weitblickend vorausgeschaut. Hören Sie mal die Zukunftsmusik da hier im Hintergrund. Das ist, das ja ist wie kein bestellt. Zufall. Das ist wie bestellt. Ich danke Ihnen vielmals, dass Sie den Spaß kurz mitgemacht haben und wünsche Ihnen auch heute natürlich viel Spaß und ein frohes neues Jahr 2024, Herr Brenner. Auch. Ich danke Ihnen nochmal an die Kamera. Bis vielen bald. Dank. Achso, Name des Unternehmens in Blankenese? Ja, das ist die eMotion-Gruppe in Wedel und in Blankenese. Und wir freuen uns auf viele, 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 viele zahlreiche neue Interessenten und Kunden. Genau. Und ich auf dem Sponsoring-Rad, nicht? Damit ich auch schön Werbung machen kann. Warum nicht, ne? Bin ja der rasende Reporter, damit der rasende Radfahrer. Ich danke Ihnen. Schönen Abend noch. Danke. Ja, jetzt an meiner Seite der bekannte Inselmakler Fahad Vladi. Wir sind auch seit 10 Jahren befreundet, darf man ruhig auch mal sagen. Ja. Fahad, großes neues Jahr erstmal. Wie bist du denn durchs Jahr gekommen? Ich bin fantastisch durchs Jahr gekommen. In Neuseeland auf deiner Privatinsel? Nein, das noch nicht. Da gehe ich nächste Woche hin. Ja. Und ich war jetzt in Timmendorf. In Timmendorf über Silvester. Hat mir sehr gut gefallen. Fahre nächste Woche nach Neuseeland. Ja. Wir kennen uns ja schon 10 Jahre. Richtig. Und du weißt, was ich verkaufe, schöne Inseln. Aber du hast noch nicht zugegriffen. In besten Lagen. Und man soll auch nicht immer denken, dass das sehr kostspielig sein muss. Nein. Sondern nach eigenen Präferenzen, man kann ja auch eine Insel mieten. Ich sage immer, man kann eine Insel kaufen, wenn man auch das Geld hat für ein Auto. Ja. Wer ein gutes Auto sich leisten kann, kann sich auch eine Insel leisten. Und das wissen die meisten nicht. Die meisten glauben, man muss Multimillionär sein, um eine Insel zu kaufen. Das ist überhaupt nicht der Fall. Kann man sich eine einfache Eigentumswohnung in Hamburg kaufen, können sich eine Trauminsel kaufen in Irland, in Finnland, in Frankreich, Kanada, USA. Es gibt also viele wunderschöne Objekte. Ja, und vor allen Dingen denken die meisten wahrscheinlich bei Inseln immer gleich an Robinson Crusoe, so nach dem Motto, alles rudimentär. Dabei ist ja da die perfekte auch Infrastruktur mittlerweile. Also frisches und sauberes Trinkwasser, Strom, Elektrik, Internet. Also es gibt so viele Inseln, auch durch mit Chalets. Eigentlich Inseln, die das volle Equipment haben und Inventar. Ja. Das ist durch die neue Infrastruktur, die gegeben ist, kann ich von überall Internet bekommen. Ich habe über Solar- und Windenergie kann ich Strom bekommen. Es ist so fantastisch. Als ich anfing vor 50 Jahren, hatten wir damit große Probleme. Da musste man Robinson Crusoe sein. Heute können Sie alles bekommen, was die Infrastruktur Ihnen gibt. Und die Insel gibt dasselbe, dieselbe Lebensqualität wie eine Eigentumswohnung. Das ist ja auch eine unfassbare Pionierleistung. Du hast ja, glaube ich, bis heute bis zu 3.500 Inseln verkauft und vermarktet. Ja. Das ist ja schon, ist das schon Obsession. Naja, 3.500 Inseln, das ist ja der Wahnsinn. Ja, aber es sind 50 Jahre, die ich daran gearbeitet habe. Aber die ersten 10 oder 15 Jahre waren nur Research, also Forschungsarbeit, bis ich sie alle gefunden habe und dann ging es los. Und du hast ja ein High-End-Klientel, das sind ja bekannte Schauspieler, Politiker, wirklich auch Wirtschaftsgrößen, wirklich alle in der Oberliga. Also, darf man ein paar erwähnen? Oder davon? So fing es auch gerade an. Ja. Zum Beispiel mein erster Kunde im Jahr 1971 war Albert Dabo. Albert Dabo. Den war auch noch gleich vor die Kamera kriegen. Wahnsinn. Aber das war der erste Kunde. Und jetzt die letzten Kunden sind auch bekannte Leute und Schauspieler, ob das Nicolas Cage war oder es gibt genügend Leute. Bei Apple glaube ich auch jemand. Ja. Bei einem sehr exklusiven Automobilkonzern. Die Gründer von Google haben bei mir gekauft. Und das ich kenne viele Namen, wunderbar. Ja. Aber wie gesagt, es ist nicht nur elitär, sondern es ist eben halt nach Präferenzen. Wenn jemand sagt, ich möchte da mal einfach reinschnuppern, kann man eine Insel Tour buchen, mieten. Das ist ein großes Geschäft nebenbei, dass wir Inseln vermieten. Ja. Es gibt Leute, die sagen, ich möchte nicht jedes Jahr auf dieselbe Insel, sondern in diesem Jahr bin ich in Europa auf einer Insel, nächstes Jahr in den Pazifischen Ozean, Französisch-Polynesien, dann mal die Seychellen und so weiter. Und das Vermietungsgeschäft ist sehr interessant. Und es ist auch so ein Probelauf für Interessenten. Wunderbar. Und dann, wenn Sie da waren und gesehen haben, wie schön es ist, auf einer Insel zu kaufen. Dann sind Sie infiziert sozusagen oder getriggert. Ich danke dir recht herzlich. Danke, alles Gute und bis bald. Vielen Dank, Dankeschön. Ja, an meiner Seite der bekannte Koch und Gastronom, Herr Rach, ich grüße Sie recht herzlich. Sie sanieren ja immer, sage ich mal so, Gastronomien und wissen genau, an welchen Stellschrauben Sie zu drehen haben. Ist doch richtig, oder nicht mehr? Ja, das war mal mein Metier, aber jetzt bin ich im aktiven Unruhezustand als Rentner. Habe ja keine eigene Gastronomie mehr. Ach so. Und genau.
Aber Sie haben ja hier die Blockgastronomie. Haben Sie die auch mal so ein bisschen unter das Auge? Werden Sie heute da ein bisschen. Nein. Können Sie eigentlich normal essen oder können Sie da. Ich kann schmecken ganz Sie mit und analysieren gleichzeitig? Nein, ich bin gerne Gast und bin dann auch ganz handsam und sonstiges und fühle mich nicht berufen, dann irgendwas zu kritisieren, wenn man mich nicht danach fragt. Sagen Sie mal aber irgendwas, sag ich mal, solidarisch zu den Gastronomen müssen Sie ja sagen. Ich meine, jetzt durch die Mehrwertsteuer wieder auf 90%. Jungs und Mädels, lasst euch nicht von eurem Weg abbringen. Richtig. Auch das kann man bewältigen. Und 2024 wird ein tolles Gastronomiejahr. Vielleicht zwingt uns das alle, diese Mehrwertsteuererhöhung nochmal über Konzepte nachzudenken, über Angebote nachzudenken und einfach dann einen konsequenten Weg zu gehen. Also da habe ich Sie ja getriggert. Das war ja ein richtiger Appell, den Sie da gemacht haben. Und deswegen auch in die Kamera. Ja, was würden Sie denn sonst noch an Vorschlägen machen, was man für die Gastronomie tun kann? Auch die Maut wird ja erhöht. Dadurch werden ja auch wieder Kosten der Logistik entstehen, die wieder auf den Endverbraucher natürlich übertragen man werden. Man sollte gar nichts für die Gastronomie machen. Mir geht es ein bisschen gegen den Strich, dass jede Branche immer sofort nach dem Staat ruft. Ja, ja. Wir sind Unternehmer und ein Unternehmer muss was Richtiges unternehmen. Ja. Und ich muss die Energiepreise einpreisen, ich muss die gute Qualität der Produkte einpreisen. Ich brauche halt einfach Konzepte. Also man kann ja auch mal Garnelen satt essen machen für 10 Euro. Ich meine, dann haben Sie eine Schlange von hier bis Polen. Ja, und dann kannst du gleich jedem noch 50 Euro mit auf den Teller legen. Ja, aber muss auch mal sein, so als Werbeaktion, nicht? Ja, ja, und die dann kommen, für so eine Werbeaktion kommen das ganze Leben nicht wieder. Herr Grach, ich wollte ja nur mal einen Vorschlag bringen. Vielen Dank, aber Sie haben ja immer wirklich gut, also Klartext gesprochen und ich wünsche Ihnen heute einen wunderschönen Abend. Dasselbe. Okay. Dankeschön. Ciao, ciao. Ja, frohes neues Jahr, Herr Dressel, Finanzsenator und auch TDL-Vorsitzender, Tarif der Länder. Ist das manchmal auch ein bisschen ein Interessenskonflikt, weil Sie ja auch über die Finanzierbarkeit der gewissen Themen, nämlich wie Erhöhung der Löhne und sowas, natürlich, da sind Sie ja auch mit betroffen und müssen immer mitkalkulieren. Wie ist das eigentlich so zusammen? Das Spannungsfeld ist natürlich, dass man als Sozi auch gerne für höhere Löhne ist, aber muss sie halt auch bezahlen können. Ja. Wir haben, glaube ich, einen guten Kompromiss erreicht, der für die Beschäftigten gut funktioniert. Aber auch noch gerade bezahlbar. Jetzt heißt also Inflationsausgleich zum Beispiel. Genau, es hat Inflationsausgleichsprämie höhere gegeben. Löhne auf dann genau pro Nase, 200 Euro Socke und dann noch 5,5% linear. Ja. Das ist, glaube ich, ein fairer Deal für beide Seiten. Ja. Laufzeit und 25 die Monate. Die 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich. Jetzt verwechseln Sie das jetzt mit den Lokführern. Jetzt kommt es mit der GDL, genau. Ich bin ganz froh, dass ich mit Verdi und nicht mit der GDL verhandelt. Ich habe ja auch gehört, die konkurrieren so ein bisschen miteinander. Also so ganz, sag ich mal, dicke sind die nicht miteinander. Wie kommt das denn? Ich bin ganz froh, dass ich um den öffentlichen Dienst mich kümmern musste und nicht um die Lokführer. Für wen haben Sie denn Verständnis und wo sagen Sie, das ist überzogen mit den Forderungen? Weil, wie gesagt, die Finanzierbarkeit ist ja immer das Ja, nicht nur, es geht ja da auch nicht nur um die Finanzierbarkeit, sondern um die Machbarkeit. Mhm. Und bei der Frage, wenn man zu viel Arbeitszeit verkürzen bei vollen Lohnausgleich macht, so viele Lokführer haben wir ja gar nicht. Mhm. Also insofern muss man ein bisschen gucken, dass es am Schluss alles zusammenpasst. Mhm. Und das würde ich uns sowieso im neuen Jahr raten. Die Kompromissfähigkeit der Demokratie ist total wichtig. Ja. Und das ist, glaube ich, ein guter Rat heute von Hamburg nach Berlin. Wie weit sind wir denn mit dem Wachstumschancengesetz überhaupt? Ich meine, das wird ja auch auf die Länder und Kommunen übertragen. Und wie gesagt, auch da wieder geht es um die Finanzierbarkeit. Ja. Zu wessen Lasten geht das nämlich immer, wenn man tolle Ideen hat, der Förderung für die Unternehmer in energieeffizient oder klimaeffizient zu sein. Also ich bin immer sehr fürs Bestellerprinzip. Das heißt, der die Musik bestellt, muss sie auch bezahlen. So, und der Bund hat das bestellt, wir haben das nicht bestellt. Darüber beraten wir noch mit dem Bund und Ende des Monats wird es weitere Verhandlungen geben. Dann gucken wir mal, was da rauskommt. Letzte Frage, Förderbescheid der U5, 1,3 oder 1,5 Milliarden stehen da im Raum. Förderbescheid, den Sie bewilligt bekommen haben für die Stadt Hamburg, das ist ja eine Sensation. Ich meine, wird es von den Bauern weggenommen, die Milliarde? Oder wie tauschen? Das sind Gott sei Dank zwei verschiedene Kassen. Ich weiß, aber warum werden die privilegiert und die anderen eben halt... Nee, weil das ein anderes Förderregime ist. Okay. Und insofern ist das tatsächlich gut. Da muss ich den Bund mal loben. Ja. Gut gemacht, Geld ist gut angelegt. Wir werden das schön verbuddeln. Und den Hamburger Eigenanteil, den haben wir schon zusammengespart. Gibt es was Sie von Ihrer Seite gerne noch kurz ankündigen oder irgendwas, was Sie Tolles erlebt haben jetzt im letzten, wie auch in diesem Jahr jetzt so ein Auftakt? Gibt es noch was Schönes, was Sie von Ihrer Seite? Ja, ich glaube, wir haben aber jetzt eine ganze Menge auch zu Rande bekommen. Ja. Aber wir wollen weiter in die Umsetzung gehen, ein bisschen zuversichtlich ins neue Jahr. Ja. Das ist, glaube ich, eins, was wir allen wünschen können. Ich danke Ihnen recht herzlich. Alles Gute. Tschüss. Ein kurzen O-Ton, aber nur Sport. Hallo.
Ja, jetzt an meiner Seite Gerhard Delling. Ich grüße Sie recht herzlich. Was für eine Ehre. Frohes Neues. Ja, frohes Neues. So, da bleibt einer durch die Kamera. Es bleibt schön, genug. Mach schön ist es. Wir hatten ja jetzt, wir wollen auch nur über sportliche Themen reden, so viele Highlights. Gerade jetzt die Handball-WM, jetzt der Sieg gegen EM gegen die Schweiz davor. Interessieren Sie sich auch für Darts zum Beispiel oder das Schanzenturnier? Also so viele tolle Highlights. Ja, klar, gucke ich überall mal rein. Ja. Ich sag mal so, Darts ist jetzt nicht mein Hyper-Favorite, als dass ich das so verfolge, dass ich jetzt jedes Mal bei den großen Turnieren dabei bin. Aber ich meine, da ist schon was entstanden, kann man nicht anders sagen. Also ich bin völlig getriggert worden dadurch. Wie schön. Als ich hörte, dass da so ein Jugendlicher, so ein Teenie-Boy da plötzlich abräumt, leider nur den zweiten Platz gemacht hat, aber da hat mich das schon wirklich fasziniert. Ja, ich muss sagen, ich bin dann schon, also ich muss, mich triggert mehr die Handball-EM zum Beispiel. Und ich drücke den Jungs ganz doll die Daumen, weil das eine echt super Truppe ist. Ja. Die sind alle in Saft und Kraft. Ich glaube trotzdem, dass es schwer wird. Aber das war ja gestern mal echt ein richtig super Auftakt. Ein Nachruf zu Franz Beckenbauer. Ja, ich kann es nicht fassen. Wir haben jetzt zwei verloren, Uwe und Franz. Auch mit der Uwe Seeler Stiftung, in der ich ja aktiv bin, haben wir ganz viel mit Franz zusammengearbeitet. Aber ich kenne Franz Beckenbauer schon natürlich als Zuschauer, als kleiner Steppke. Und habe ihn wirklich bewundert, aber ich habe ihn dann auch relativ bald im Laufe meiner journalistischen Arbeit persönlich kennengelernt. Und das war wirklich besonders, weil er wollte erst einmal wissen, ob er ein bisschen was von Fußball wirklich versteht. Aber von da an war man Kumpel. Wir waren, ich würde wirklich sagen, wir waren befreundet, gut befreundet, weil wir uns so oft getroffen haben. Er ist ja auch bei den Eagles Charity-Golfern, da bin ich ja auch. Da sind wir uns natürlich öfter begegnet und ich habe ihn das erste Mal richtig eng kennengelernt, 1986 bei der Vorbereitung auf die Fußball-Weltmeisterschaft in Malente. Und ich hatte als junger Journalist ein exklusives, langes Interview mit ihm bekommen, obwohl das vorher gar nicht so vorgesehen war, aber wir kamen so gut ins Gespräch und von da an, muss ich sagen, gab so viele tolle Begegnungen, wir haben zusammen Golf gespielt, ein ganz, wirklich ein feiner Mensch. Und was ich am meisten an ihm bewundert habe, neben dieser persönlichen Bindung, fand ich sehr beachtlich. Der hat in seiner späten Phase, als er dann diese WM zum Beispiel holte und sehr viel allein auch unterwegs war, eben nur mit seinem kleinen Stab, den er da brauchte, aber hat er angefangen, sich nochmal neu weiterzubilden. Jetzt ging kurz gestern. Ja, das mache ich. Aber der hat sich nochmal neu weitergebildet. Der hatte so viel Ahnung von den Ländern, die er bereist hat, von dem, was da abging. Ja. Das war eine Freude, dem zuzuhören. So wollen wir ihn auch in Erinnerung behalten. Sind Sie denn auch bei der Trauerfeier am 19. Januar? Ja, ich versuche das. Ich versuche das hinzubekommen. Ich habe gerade heute drüber gesprochen. Ja. Würde gerne hin. Letzter Satz zur EM in Deutschland. Da vielleicht schon irgendwas, was Sie fasziniert, sag ich mal, begeistert, jetzt schon im Vorwege oder wie Sie im Augenblick ist, das ist der Nachteil, glaube ich, der letzten Jahre, der Entwicklung der letzten Jahre. Da geht es mir nicht anders als, glaube ich, vielen. Dass dieser Funke erst noch überspringen muss. Also man muss was dafür tun, dass man diese Fans gewinnt und auch überhaupt das Land gewinnt. Das geht nicht von allein. Es geht auch nicht nur mit gutem Wetter, sondern die müssen jetzt richtig was dafür tun. Das empfinde ich auch eher als Chance, weil jetzt müsste es jeder wissen. Jetzt müssen sie sich beweisen, Basketball, jetzt Handball hoffentlich auch mit gewinnen und dann der Fußball, dann sind wir wieder ganz groß dabei. Handball wird schwer, aber denen würde ich das wirklich richtig wünschen, muss ich ganz ehrlich sagen. Seit so vielen Jahren versuchen sie es und das ist eine ganz tolle Truppe. Herr Delling, vielen Dank und grüßen Sie Ihre Frau. Vielen Dank. Dankeschön. Danke. Jetzt an meiner Seite Enno Baron von Ruffin. Richtig tituliert oder habe ich da political correct? Ist okay. Gut, Basthorst, Sie hatten mit Sicherheit wieder eine wunderschöne Weihnachtsfeier. Auch mit Vicky Leandros diesmal, wieder ein Weihnachtskonzert. Also zunächst haben wir Weihnachtsmarkt und dann haben wir natürlich Weihnachten mit der Familie, auch mit Vicky, ja klar. Ja, wir fahren zusammen mit Familie und Enkeln. Es gibt ja nichts Schöneres. Was gibt es denn Schönes jetzt in diesem Jahr vielleicht anzukündigen? Wie sind Sie überhaupt ins Jahr gekommen? Frohes neues Jahr erstmal. Naja, es gibt ja viele Einzelveranstaltungen, Krimi-Dinner und Opern-Dinner, aber dann geht es eigentlich so am 1. Mai wieder los mit dem Frühlingsmarkt. Und es gibt noch eine Hundemesse dazwischen, und kann man aber im Internet nachlesen. Immer was los bei Ihnen, ja? Im Sommer AC/DC und die Zauberflöte, also Oper und auch Rock. Herr Ruffin, grundsätzlich nochmal zur Lage im Moment in Deutschland. Gibt es da irgendwas, ist ja auch ein launischer, sag ich mal, politischer Aschermittwoch, etwas, was Ihnen wichtig ist oder ein Herzens, sag ich mal, Leitsatz oder Motiv oder
sind ja im Moment wirklich Zeiten, die sind wirklich irgendwie ein bisschen wahnsinnig verrückt. Ich habe ja eine landwirtschaftliche Krawatte an und wir sind natürlich auch mit den Traktoren. Mit den Bauern unterwegs, sind Sie natürlich solidarisch. Weil dann, wir natürlich da uns eine Subvention vorgeworfen wird, wo wir eigentlich nur ein paar Cent zurückbekommen dafür, dass wir ja überwiegend auf dem Acker rumfahren und nicht auf die Straßen kaputt machen. Und das ist eigentlich sehr ungerecht, dass uns das als Subvention untergeschoben wird, die man uns jetzt auch noch streichen will, weil die bekommt ja jeder Friedhofsgärtner und jeder Sandkuhlenbesitzer oder im Bergwerk da, wo man also nicht die Straßen belastet, bekommt dieses Geld auch zurück. Und es ist völlig ungerecht, dass wir das auch... Naja, es geht ja nicht nur um die Dieselvergünstigung und Kfz-Freiung für die Traktoren und Landwirtschaftsgeräte, sondern über die Überregulierung im Tierschutz, Artenschutz, Umweltschutz, Klimaschutz. Überall werden sie reguliert, ja? Ja, es ist so, es gibt die Chinesen und die Amerikaner haben Farmen mit Hunderttausenden von Tieren, die wir importieren. Ja. Und bei uns ist schon einer ein Großfabrikant in Tierzucht, so werden die ja praktisch genannt, wenn er 200-300 Schweine hat. Also es ist völlig lächerlich, diese ganze Politik, die im Grunde immer zulasten der kleineren, der mittleren Landwirte geht. Und dagegen demonstrieren wir, glaube ich, auch sehr zurück. Der Block hat vorbei. Und es führt ja auch zu einer Wettbewerbsverzerrung. Ja, absolut. Ne? Und, die Franzosen fahren mit Heizöl und wir müssen 1,61 zahlen. Es ist also schon eine große Wettbewerbsverzerrung. Deshalb sind auch die Landwirte zu Recht sauer. Überhaupt nicht radikal, überhaupt nicht. Aber sie demonstrieren für ihre Firmen. Ja, und ich meine, man wartet sogar noch auf die EU-Fördermittel, so wie ich gehört habe. Selbst die kommen nicht pünktlich an. Die kommen nicht pünktlich an. Naja, es ist ein ganzer Satz von Bausteinen. Auch die ganze Stallpolitik. Wir sollen also umweltfreundliche Ställe bauen. Dann kriegt man aber keine Baugenehmigung. Und es ist also wirklich 10, 20 verschiedenen Stellen, über die wir uns sehr, sehr ärgern und die uns sehr benachteiligen. Zu viel. Letzte Frage, auch Freiflächen, die Sie halten sollen, die werden auch vorgegeben. 4% für Agrarfläche, die man eigentlich nutzen könnte, sollen stilllegen. Das machen wir die letzten Jahre auch schon. Aber daran haben wir uns jetzt schon gewöhnt. Aber es kommt eben eins zum anderen und es wird immer ausgedehnt und immer mehr, bis wir gar nicht mehr wirtschaften können. Dann kommt die Produktion der landwirtschaftlichen Produkte aus dem Ausland und das will ja kein Mensch. Wir wollen ja heimische Produkte, die auf kurzen Wegen auch in die Stadt und in die Landschaft transportiert werden und nicht über Zehntausende von Kilometern durch die Luft oder per Schiff. Einen despektierlichen Satz von Herrn Lindner, den ich kürzlich vernommen habe, den Sie wahrscheinlich auch kennen. Ihr habt euch verrannt, bitte kehrt um. Wie hat man denn mit so einem Satz umzugehen? Ja, das finden wir sehr erstaunlich, gerade aus dem Mund der FDP. Und sind damit überhaupt nicht einverstanden. Das finden wir sehr, 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 sehr komisch, dieser Aussage. Verrannt haben wir es überhaupt nicht. Gut, man kann darüber diskutieren, in welcher Härte demonstriert wird. Aber ich meine, es ist ja auch dort auf dieser Halliginsel zu keiner Körperverletzung gekommen und es ist auch niemand zusammengeschlagen worden. Also es ist eine Fähre, die umgedreht wurde. Darüber kann man sicherlich reden, ob es so weit gehen soll. Aber verrannt und mit RAF verglichen zu werden, das ist schon unerhört. Ja. Vielen Dank für Ihr starkes Statement. Schönen Abend. Ja? Ja, an meiner Seite jetzt Karl-Heinz Hauser. Ich grüße Sie recht herzlich. Wir hatten auch eben gerade Herrn Grach hier. Was gibt es denn Neues über Ihr operatives Geschäft zu berichten? Immer noch nach wie vor Formel 1. Wir machen ja mit Hauser Collection für McLaren das Catering. Und sind in 24 Ländern der Welt tatsächlich 200 Tage unterwegs. Wenig in Hamburg. Das ist ja ein riesiger logistischer Aufwand. Über welche Wege gehen Sie? Schiffswege, Flugwege oder eben Transportwege auf dem Land? Also wir, das Team fliegt natürlich die Container. Wir haben insgesamt 7 Sets. Die Container sind tatsächlich mit Schiffen unterwegs, überall auf die ganze Welt. Jetzt gerade rausgeschickt Melbourne und in Europa haben wir... Welche Reederei? Das kann ich nicht sagen. Weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Macht die Logistikfirma. Insofern sicherlich auch mal Habak-Leute dabei. Oder MCS. Irgend sowas, ja. Hoffentlich rechtzeitig jetzt, weil der Suezkanal ist ja ein bisschen eng. Ne? Also wir müssen ein bisschen früher wirklich schauen, dass wir die Sachen noch rauskriegen. Ist das das einzige große Projekt natürlich, was schon omnipräsent wäre? Oder gibt es da noch etwa kleinere, exklusive Dinge und Themen, denen Sie sich widmen? Ja? Ich habe meine beiden Restaurants noch, nach wie vor. In Frankfurt gibt es ja noch Poké U und in der Rastatt bei Mercedes-Benz. Ja. Das läuft tatsächlich noch immer sehr gut. Super, wir hatten eben Herrn Grach vor der Kamera, der natürlich auch was über die Gastronomen sagen wollte, jetzt auch solidarisch Sie, die Mehrwertsteuererhöhung, lassen Sie doch mal was raus.
Ja, Mehrwertsteuererhöhung ist sicherlich das, was wir jetzt nicht gebraucht hätten. Genau. Weil einfach die ganzen Kosten drumherum unglaublich gestiegen sind. Energie brauchen wir nicht reden. Personal ist tatsächlich ein Thema. Also das ist vielleicht der falsche Zeitpunkt gewesen. Ja. Oder was ich wirklich gut gefunden hätte, dann eben nur, weiß ich nicht, auf 12% hoch, aber wieder direkt auf 19% fand ich nicht gut. Ja, ja. Gut, vielen, vielen Dank, soll mir reichen. Genießen Sie heute den Abend nochmal. Frohes neues Jahr, Herr Hauser. Ich auch. Danke. Dankeschön. Vielen Dank. Ja, und jetzt ist er eingetroffen, Joachim Gauck mit seiner Gattin und mit Klaus Schürmann, dem Gastgeber. Wunderbar, ein tolles Bild und wir sind alle sehr geehrt, ihn anzutreffen. Vielleicht gibt er uns auch gleich einen O-Ton. Warten wir mal kurz. Oh, jetzt Carsten Linnemann. So, und jetzt kommt Carsten Linnemann. Ein weiterer Ehrengast, CDU-Generalsekretär und Joachim Gauck mit Gattin, Präsident AD. Schauen wir mal, ob wir einen von den beiden jetzt vor die Kamera kriegen. Herr Gauck, dürfen wir einmal kurz einen O-Ton bitte einmal da in die Kamera. Herr Gauck, was für eine Ehre, dass auch Sie mal Hamburg wieder beehren. Was haben Sie denn für Verbindung mit Hamburg? Nein, ich bin ja dauernd in diesem Jahr in Hamburg gewesen. Na, sehr schön. Im Michel, im Thalia, also im Haus Rissen. Und jetzt bin ich schon wieder hier und demnächst schon wieder bei anderen Gelegenheiten. Ich habe familiäre, ich habe meinen ältesten Sohn hier, habe hier Enkelkinder und Urenkel und viele gute Bekannte und ja, Menschen, mit denen ich gemeinsame Überzeugungen teile. Und heute gibt es was zu feiern. Und ich bin eingeladen, da freue ich mich. Und ganz nach links außen bitte. Genau dahin muss mit. Ja, jetzt an meiner Seite Carsten Linnemann, CDU-Generalsekretär. Ja. Ich grüße Sie recht herzlich. Grüß Sie auch. Sie halten heute eine Rede. Es sind ja spannende Zeiten. Erstmal auch von Ihnen vielleicht einen Nachruf zu Wolfgang Schäuble, weil das ist ja nun auch ein Verlust, den man noch mal kurz mit einem Nachruf begleiten sollte. Herr Merz hatte ja auch eine Rede gehalten, vielleicht wenn ihm da noch mal so zwei Sätze von der Es waren die größten Treffen im Jahr. Ich habe ihn natürlich oft gesehen in der Fraktion, aber zweimal im Jahr konnte ich 60 bis 90 Minuten mit ihm ganz alleine reden und er hat mir immer klar gemacht, Linnemann, bleib bei deinen Überzeugungen. Wunderbar. Schau nicht nach den Mehrheiten, sondern sorge für Mehrheiten, dann wird deine Überzeugung auch durchgesetzt. Das hätte mich nämlich interessiert, welche Leitsätze Sie mitnehmen und das ganz haben klar. Sie gerade, ja? Ganz klar. Sie haben ja keine einfachen Zeiten, im Moment will sich die Werteunion abspalten mit Ingo Maaßen. Wie begegnen Sie das? Wie viel Teil vom Markenkern der alten CDU nimmt er mit und wollen Sie vielleicht doch den alten Markenkern der CDU doch wieder ein bisschen an sich ziehen, zu sagen, wir wären ein bisschen konservativer und da gibt es natürlich viele Themen, irreguläre Migration, auch den Standort Deutschland zu festigen und natürlich auch den Haushalt, den können Sie ja auch gern bemängeln. Schuldenbremse ja oder nein? Mensch, Sie können aber auch Politiker werden. Also, ja, natürlich. Klasse. Müssen ja auch Sympathieträger sein. Also klasse, also wenn das hier nichts mehr wird, dann schlage ich Ihnen eine politische Karriere vor. Ich bin dabei. Nein, also Spaß beiseite. Ja. Nein, wir gehen geradeaus. Ja. Wir machen CDU pur, 100% CDU. Ja. Und natürlich haben wir Fehler in der Vergangenheit gemacht. Die muss man korrigieren. Wenn man mal hinfällt, steht man wieder auf. Ja. Aber wir müssen auch Dinge ansprechen, die wir richtig gemacht haben. Und so gehen wir jetzt unseren Weg, 100% Union. Aber Sie müssen noch mal die Vertrauensfrage jetzt stellen dürfen, also das mal ankündigen, zu sagen, dass Sie dann auch vielleicht mal wirklich mal an die Schalter kommen. An die hier. Schalthebel. An die Schalthebel. Genau, genau. Damit mal eine Veränderung wirklich kommt. Die Vertrauensfrage. Die Zustimmungswerte sind ja auf der Ampelregierung, brauchen wir nicht drüber reden. Ne? Desaströs, ne? Die Vertrauensfrage muss... Die Osten können nur Sie retten, den Osten. Die Vertrauensfrage muss der Kanzler stellen. Die Opposition kann das nicht machen, aber ich empfehle es ihm. Ja. Die kann ja auch positiv ausgehen. Ja, dann kann er nochmal einen Neustart machen. Ja, genau. So, jetzt gehe ich los. Freue mich auf den Abend. Tolle Stimmung hier und bin mal gespannt. Ich habe viel gehört über diesen Neujahrsempfang. Es soll der bedeutendste Deutschland sein. Das ist deswegen bin ich gerne nach Hamburg gekommen. Wir hatten auch schon Herrn Lindner vor der Kamera. Herrn Merz hatten wir auch schon vor der Kamera. Sehr gut. Also ich wünsche Ihnen toll, toll, toll viel Glück. Letzte Frage. Grundsatzprogramm ist Ihr Vorsatzprogramm. Wenn Sie da noch mal ganz kurz zwei, drei wirklich wichtige Leitlinien der CDU, wie Sie sich jetzt neu aufstellen, sagen, weil ich meine, Klausurtagung der SPD war auch gerade. Ja. Bitte schön, jetzt auch die CDU. Ja, wir machen jetzt, ich sag mal, Pragmatismus. Also dieses ganze ideologische mit dem moralischen Zeigefinger, sage ich mal, durch die Welt reisen und anderen sagen, wie es geht. Nein, wir machen Pragmatismus verbunden mit einer Aufbruchmentalität. Wir werden das
übermorgen verabschieden den ersten Entwurf und dann freuen sie sich drauf. Und die drei Landtagswahlen, Schakka. Jawohl, danke. Im Osten. Danke. Ja, jetzt an meiner Seite, Herr Kubicki, ich grüße Sie, frohes neues Jahr 2024 erstmal, ja? Das wünsche ich Ihnen und den Hamburger insgesamt auch. Ja, also, wir haben ja mittlerweile viele, viele Themen und ich meine, Sie haben ja immer eigentlich kritische Themen zu bestimmten, also zu kritischen Themen immer bestimmte Meinungen herausgelassen, wie zum Beispiel auch zum Gebäudeenergiegesetz. Stehen Sie da immer noch zu, auf einer Kreuzfahrt sozusagen mal kurz was rüber zu morsen und zu sagen, hier... Das geht so nicht durch mit der kommunalen Wärmeplanung zum Beispiel schon alleine. Also es ist völlig egal, wo ich bin, ob auf See, unter See, in der Luft. Ja. Meine Meinung sage ich überall und ich freue mich, wenn Menschen dabei sind, die sie auch hören wollen. Aber da wir jetzt in Hamburg sind, nicht? Also es tut mir leid, Holstein Kiel wird bedauerlicherweise aufsteigen und es wäre schön, denn St. Pauli kommt mit und der HSV bleibt in der zweiten Liga. Jetzt sind Sie aber schön vom Thema abgedrückt. Nein, nein. Also ist das für Sie kein Thema mehr, dass Sie da noch was zu sagen wollen zum Gebäudeenergiegesetz? Ja, das Gebäudeenergiegesetz ist ein bürokratisches Monster sondergleichen. Ja. Ich höre von allen Kommunen, von den Handwerkern, dass sie gar nicht wissen, wie sie das umsetzen sollen. Und die Idee mit der kommunalen Wärmeplanung ist ja ganz schön. Aber wir haben in der Kürze der Zeit weder ausreichend Planungskapazitäten, noch wird das durchgehend finanziert. Also sagen wir mal so, wenn man keine Ahnung hat, kann man auch nicht irren. Wenn man nichts weiß, kann man auch nicht irren. Und ich würde mir wünschen, dass man, bevor man was ins Werk setzt, mal über die Folgen länger nachdenkt, und zwar in allen Bereichen. Und nicht einfach glaubt, man tut etwas Gutes, um dann festzustellen, das Gegenteil von gut ist gut gemeint. Zuletzt war Dreikönigstreffen. Und von wem stammt das Zitat, kehrt um, ihr habt euch verrannt. Nee, ihr habt euch verrannt, bitte kehrt um. Ich glaube, das ist ein Zitat aus der Bibel, aber... Fast. Das war der Bundesvorsitzende der FDP. Gut, er hat damit wahrscheinlich die Bauern gemeint, aber ich habe viel Verständnis für den Protest der Bauern, weil sie komplett überrascht worden sind vor Weihnachten. Mhm. Und es macht ja keinen Sinn. Das halbe Land steht unter Wasser. Mhm. Wir denken darüber nach, dass wir Hilfen ausloben sollen. Und gleichzeitig nehmen wir den Landwirten ohne jede Vorbereitung beim Agrardiesel und bei der Kfz-Steuerbefreiung die bisherigen Möglichkeiten weg. Man muss ja sehen, die stehen im Wettbewerb in Europa. Ja. Und die Agrardieselsubvention ist in ganz Europa der Fall. Man kann über alles reden, aber dann braucht man längere Vorlaufzeiten und längere Planungszeiten. Wie man ja auch so immer hört, die Spitze des Eisbergs, die Überregulierung, Tierschutz, Artenschutz, Klimaschutz, Umweltschutz. Die Bauern wollen sich einfach nicht in jeder Hinsicht. Ich kenne eine ganze Reihe von jungen Landwirten, die sich wirklich überlegen, ob sie sich das antun, einen Hof zu übernehmen und mit den ganzen Risiken, die auf sie zukommen. Man muss dann immer noch mal investieren, tatsächlich ihr Leben zu gestalten. Man muss wissen, ein Bauer hat keine 35-Stunden-Woche. Nicht? Der muss 7 Tage in der Woche, 53 Tage im Jahr sich um seinen Hof kümmern, sich um die Tiere kümmern. Und insofern finde ich das ganz gut, dass die Generation Z, die im Hochhaus groß geworden ist, nach 7 Stunden schon völlig erschöpft ist. Da muss man einen Landwirt fragen, wie der arbeitet, damit wir alle ordentliche Lebensmittel bei uns auf den Tisch bekommen. Ich habe versucht, das meinen grünen Freunden lang und breit zu erklären, aber bedauerlicherweise bin ich auf taube Ohren gestoßen. Wollen wir nochmal auf den Haushalt zu sprechen kommen? Aufweichen der Schuldenbremse, Reform, ja oder nein? Ist da mit Ihnen eher ein Kompromiss zu machen als mit Herrn Lindner? Nein, überhaupt nicht, weil es wenig intelligent ist zu sagen, wir haben ein Problem und jetzt nehmen wir mal Kredite auf. Die müssen wir irgendwann wieder zurückzahlen. Die Folgegeneration. Wir haben im laufenden Haushalt 2024 jetzt 40 Milliarden Euro Zinszahlungen. Das Jahr davor waren es 4 Milliarden Euro. Daran kann man sehen, was passiert, wenn es unisono aufbläht. Also ich plädiere dafür, wenn wir schon Schwierigkeiten haben, mal zu gucken, wo wir prioritär Geld ausgeben können. Wir geben weltweit das meiste Geld für Entwicklungshilfe aus. Wenn es momentan nicht so gut geht, müssen wir vielleicht ein oder zwei Jahre ein bisschen weniger. Radwege in Peru zum Beispiel. Ein bisschen weniger Geld in andere Länder schicken. 15 Millionen Euro für die libanesische Armee. Sind wir denn irre? Unsere Bundeswehr geht auf den Stock und wir finanzieren die libanesische Armee. Aber 315 Millionen für Peru, für die Rad- und Buswege. Ja, es gibt noch mehr schöne Geschichten. Also, für Afrika insgesamt, glaube ich, 5 Milliarden. Ne? Ja, da finanzieren wir sogar eine neue Maskulinität in Zentralafrika. Wir finanzieren Gender Studies in China. Und da kann man auch sagen, Leute, vielleicht 2-3 Jahre mal ein bisschen drauf gucken, was ist wichtig momentan für unser Land, für die Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft. Und dann können wir in 3-4 Jahren, wenn es wieder gut geht, zu alten Sachen zurückkehren. Aber noch einmal, wir geben bezogen auf die Bevölkerung, bezogen auf das Bruttoinlandsprodukt weltweit
mehr aus als alle anderen Länder der Erde. Und vielleicht sollten wir es mal auf den Schnitt zurückbringen. Und dann müssen wir uns über die Frage, können wir die Bauern finanzieren, können wir die Bildung finanzieren, können wir die Straßen und Schulen finanzieren, müssen wir uns dann nicht mehr unterhalten. Aber Herr Mützenich, heute Klausurtagung der SPD, hat gegengehalten und hat gesagt, hier für die Infrastruktur, für die sozialen, für das soziale Netz, ja, für Bildung, für Digitalisierung. Wir brauchen die Gelder für die, genau, Investitionen. Das Geld ist anscheinend wohl doch nicht da. Ne? Ja, aber ich glaube, Herr Mützenich braucht das für die SPD und nicht für das Land. Gut. Aber es wird nicht passieren. Wir werden nicht, weil uns nichts anderes einfällt, jetzt ohne Not die Verfassung brechen. Irgendwas noch Abschließendes, was Sie gerne noch sagen würden, was Sie bewegt jetzt in diesem Jahr? Ich meine, wir haben nicht richtig viel gelöst. Der Haushalt ist noch nicht geklärt. Und ja, den werden wir definitiv Ende Januar, Anfang Februar verabschieden. Ja. Und ich glaube, wir kommen auch wieder in etwas ruhigeres Fahrwasser, was die Problembewältigung angeht, weil alle Ampelfraktionen und Parteien begriffen haben, dass es nicht darauf ankommt, dicke Backen zu machen, sondern Probleme zu lösen, insbesondere in der Migrationsfrage. Das ist unser zentrales Problem. Lösen wir das Migrationsproblem nicht, können wir alles andere vergessen. Wir geben 54 Milliarden Euro jedes Jahr aus für Asylbewerber und Flüchtlinge. Ja. Und wenn wir das begrenzen können, dann haben wir wieder Luft, ausreichend Luft, uns um die wesentlichen Dinge bei uns im Land zu kümmern. Und darauf kommt es jetzt an. Ich hoffe, dass Sie im Osten da wieder Fuß fassen, weil da sind ja die Werte sehr, sehr im Keller, sag ich mal. Ich mache da Wahlkampf, keine Sorge. Sie werden das retten, Herr Kubicki, vielen, vielen Dank. Vielen Dank, schönen Abend noch. Ja, danke. Horst Rubisch an meiner Seite, ich bin so amused. Sie sind ein Idol meiner Jugend. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich Sie auch neben mir habe, müssen wir einen Nachruf über Franz Beckenbauer sprechen, weil das wird Sie auch nicht ganz kalt lassen, im Gegenteil sogar. Nein, bei Franz war es halt so, zum Schluss, man hat es ja auch gesehen, dass es ihm nicht so gut ging auf der einen Seite. Und eins muss ich halt jetzt sagen, für mich jetzt wenigstens, weil Franz war für mich ein überragender Mann, der wirklich, ja, ich kann es eigentlich schlecht beschreiben. Ich meine, über den Fußballer Beckenbauer ist genug gesprochen worden, aber er war ein Typ und ich muss auch sagen, ich habe ihn auch zu meinen Freunden gezählt und er mich auch zu sein. Und deswegen tut es mir also wirklich riesig leid auch im Moment. Herr Rubisch, warum Sie mein Idol sind, das spreche ich auch offen aus. Also allein Ihre Erfolge jetzt mit der deutschen Frauennationalmannschaft, das ist ja, glaube ich, auch so eine gewisse Strahlkraft, die Beckenbauer hatte, die auch Sie haben. Menschen so zu beflügeln, da braucht man auch nicht unbedingt immer nur technische Dinge von sich geben, sondern Ihre Präsenz ist es einfach, Sie damit. Nein, ich denke mal, ja. Ich habe ja eben gerade versucht, auch mal Franz zu erklären, weil dieses Menschliche, was er hat, dieses Offene, was er gehabt hat, ich denke, das ist auch das Entscheidende heute. Auch die Mädels, wenn ich das so im Moment nehme, wir haben einen guten Rat zueinander, wir gehen offen und ehrlich miteinander um. Toll. Und ich denke, diese Ehrlichkeit zahlt sich dann am Ende auch aus. Ja, also wie gesagt, Lichtgestalt, sagt man über Franz Beckenbauer. Ja, aber die Lichtgestalt ist Franz Beckenbauer, die bin ich nicht. Ich meine, ich weiß auch, wo Franz... Schätzen Sie das nicht? Ja, wo Franz damals gekommen ist, da hast du schon gedacht, da geht das Licht an. Ne? Aber nein, bei mir ist halt einfach eine Geschichte, es macht mir riesig Spaß. Das ist der eine Punkt, die Mädels nehmen mich auch. Und ich habe es ja vor 3,5 Jahren auch schon mal beim DFB gemacht. Und hier war es jetzt eigentlich auch eine Geschichte, die mir so ein bisschen wichtig war, sage ich es jetzt mal so. Weil die Mädels gehören einfach zur Olympia. Ob wir es schaffen, werden wir sehen. Doch, sie schaffen das. Naja, aber wir werden alles probieren, machen. Wenn ich sie sehe, da habe ich so wirklich so ein Gefühl von Zuversicht und wirklich eine, wie gesagt, ihre Energie. Das ist, sie sind da und. Ja, aber nochmal. Ich weiß, sie sind bescheiden, aber. Nein, am Ende des Tages, ist es ja. Nochmal, wir müssen es ja machen. Ja. Das ist ja nicht. Der Rubisch ist ja nicht HSV oder der Rubisch ist ja nicht der DFB, sondern. Wir zusammen als Mannschaft mit den Spielern oder mit dem ganzen Staff drumherum, wir müssen einfach die Leistung abrufen und dann auch die Verantwortung verteilen auf die Spieler. Und dann kriegst du eigentlich auch das zurück, was du eigentlich haben willst. Weil ich habe ja immer den Vorteil gehabt, ich habe selektierte Spieler, schon ausgesucht, erlesene. Toll. Und da geht es eigentlich darum, weiterzuentwickeln, Fehler zu machen und aus diesen Fehlern zu lernen und besser zu werden. Ich habe eine letzte Frage. Welche Ambitionen haben Sie denn noch im Sport? Also wenn jetzt zum Beispiel der HSV auf Sie zukommen würde und sagen würde, würden Sie übergangsweise den HSV übernehmen, zweite Liga und vielleicht dann ein bisschen in die erste Liga? Ich habe ja eine Zusage gegeben beim DFB jetzt und bleibe auch bei meinem Job, denn ich bin ja beim HSV nach wie vor noch Sportdirektor. Ja, zweite Liga. Und nein, sowas in der Frage, das ist für mich jetzt kein Thema. Ist kein Thema. Wir sind auch, glaube ich, ganz gut aufgestellt. Frohes neues Jahr. Vielen, vielen Dank. Auch. Ich diesen danke auch. Augenblick werde ich niemals vergessen. Alles klar. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag noch. Viel Spaß, schönen Abend noch. Okay. Ja, weitere Prominenz, Rolf Zuckowski, ich grüße Sie. Sie sind Produzent
Liedermacher, Komponist. Ja. Musiker. Und überwiegend nur für die Kinder oder haben Sie auch mal im ernsten Fach oder in eigener Sache auch mal was für Erwachsene gemacht? Es ist ja heute gar nicht so schwer auf Spotify zu sehen, was ich gemacht habe. Ja. Das war ja früher nicht so einfach. Ja. Schauen wir mal. Natürlich stehen die Kinder im Mittelpunkt, ja, und die Eltern der Kinder, das ist mir immer noch ganz, ja, wichtig. Aber ich bin jetzt 76 und über die letzten 20 Jahre ist immer mehr Repertoire auch für meine Generation entstanden. Ja, und ehrlich gesagt werden meine Lieder inzwischen auch auf Trauerfeiern gesungen, weil ich mich mit den ernsten Dingen des Lebens auch wirklich ernsthaft beschäftigt habe. Aber trotzdem, die Zukunft kommt und mit den Kindern kommt sie ganz bestimmt. Und das spürt man, glaube ich, auch bei mir immer noch. Dann sprechen wir kurz über die Zukunft. Was für schöne Anlässe gibt es denn in diesem Jahr? Oder was Sie auch so als Rituale vielleicht pro Jahr haben? Gibt es da irgendwas Schönes, was Sie jetzt gerne ankündigen wollen, auch jetzt gerade zur Weihnachtszeit? Also, mit Sicherheit auch was mit den Kindern, ne? Ich mache das einfach mal ganz familiär. Wir haben runde Geburtstage. Ja. Unsere beiden Söhne werden 40 und 50. Oh. Darauf freuen wir uns sehr. Dann freuen wir uns auf das sechste Enkelkind, das im Mai kommen soll. Es möge gesund zur Welt kommen. Und wir haben auch ein Jubiläum des Vereins Elbkinderland, der mir viel bedeutet. Der ist hier 20 Jahre alt. Also ich würde mal sagen, da gibt es genug Gründe, in die Zukunft zu gucken. Sind das öffentliche Anlässe auch mit den Elbkindern? Ja? Die Elbkinder werden wahrscheinlich sehr bald mal wieder ein ganz großes Jubiläumskonzert geben. Daran arbeiten wir gerade. Ansonsten bin ich auch gerne privat. Ich muss sagen, ich bin hier gerne in Blankeneser Umfeld, Hamburger Umfeld. Aber meine Familie bedeutet mir sehr, sehr viel und die soll auch was von mir haben und nicht von dir. Ja. Sternsingerin ist ja auch so ein Thema. Absolut. Nicht christliche. Haben Sie da auch so religiöse Inhalte mal? In meinen weihnachtlichen Liedern spürt man sicher sehr meinen christlichen Hintergrund. Ja. Ich bin keiner, der frömmelt singt. Das ist nicht meine Art. Aber in Liedern wie "Da wurde mitten in der Nacht ein Kind geboren", da ist so ein bisschen Stille Nacht spürbar. Und ich glaube, das geht dann über die Weihnachtsbäckerei weit hinaus. Letzter Satz dann zu Ihren Söhnen, ja, den beiden. Die sind ja auch Musiker, richtig? Ja, der eine ist professionell Musiker, ja, schreibt Songs, auch mit zum Glück großem Erfolg. Toll. Der andere ist zum Beispiel jetzt schon im Amateurbereich fürs Ohnsorg-Theater, ja, tätig gewesen, für das Fräulein Wunder. Ist aber eigentlich einer, der eher im Hintergrund arbeitet und mit seiner kleinen Familie gut über die Runden kommt. Herr Zukowski, vielen, vielen Dank. Danke. Frohes neues Alles Jahr nochmal 2024 auch euch. 2024 wird ein tolles Jahr. Werden. Ja, danke. Dankeschön. Okay. Ja, jetzt ist auch der Bürgermeister, der erste Bürgermeister der Hansestadt Hamburg eingetroffen, Peter Tschentscher, Dr. Peter Tschentscher. Und gerade im Gespräch mit Joachim Gauck. Ja, frohes neues Jahr. Dr. Peter Tschentscher, erster Bürgermeister der Freien Hansestadt Hamburg. Erstmal, wie sind Sie ins Jahr gekommen? Also ganz gemütlich will ich nicht sagen. Ich mache ja immer so eine Silvestertour, besuche eine Polizeiwache, eine Feuerwache und eine Krankenhausambulanz. Ja. Einfach um Danke zu sagen an diejenigen, die in dieser Nacht, in der alle feiern, arbeiten und sich ums Gemeinwohl kümmern. Das finde ich sehr anerkennenswert. Und dann musste ich ja am 1. Januar gleich wieder vormittags im Rathaus sein, weil wir ja unseren traditionellen Neujahrsempfang im Rathaus haben. Also ich bin Polizeiorchester wahrscheinlich auch, ne? Polizeiorchester, ein ganz rührender Sternsinger, Kinderchor aus der Ukraine. Ist gut fürs Gemüt, ne? Das zum Jahresauftakt, oder? Gut fürs Gemüt, aber eben auch so, dass ich jetzt keine langen Silvesternächte feiern kann. Und insofern bin ich gut und sicher, aber auch, finde ich, ganz angenehm ins neue Jahr. Und ich habe schon mal in Ihre Pressetermine geschaut. Die japanische Außenministerin kommt am 14. Januar. Ist doch richtig. So ist das. Welche partnerschaftliche Verbindung gibt es denn zu den Städten von Japan und Hamburg? Oh, wir haben eine Partnerstadt Osaka in Japan. Ich selber bin ja noch vor der Corona-Zeit in Japan gewesen. Wir haben viele Kontakte über das japanische Generalkonsulat. Wir haben viele Aktivitäten Japans in Hamburg. Ich kenne den japanischen Nobelpreisträger für Medizin jetzt mittlerweile aus verschiedenen Begegnungen gut. Und das Kirschblütenfest muss man Und das Kirschblütenfest hat eine große Tradition. Also vieles, was wir mit der Außenministerin besprechen können. Aber es gibt ja auch weltweit ernste Themen, die bei der Japan als eine starke Demokratie, eine starke Wirtschaftskraft in Asien in unserem Sinne, mit uns gemeinsam, mit der Europäischen Union, mit der freien Welt, mit den Vereinigten Staaten gemeinsam bewegen. Und deswegen sind wir auch ein Stück weit geehrt, dass die japanische Außenministerin nur wenige Termine in Deutschland hat und eben hier in Hamburg auch bei uns zu Gast ist. Ganz anderes spannendes Thema, Förderungsbescheid, 1,3 Milliarden Euro für die U5. Ja. Das ist aber eine Errungenschaft, muss ich sagen. Die Bauern versuchen gerade ihre Milliarde an Förderung zu retten und Hamburg kriegt auf einem ganz anderen Sektor natürlich, aber eben eine so enorme Förderung. Richtig, aber Sie erinnern sich, dass ich gesagt habe, als ich gefragt wurde, wie ist das mit der U5, beteiligt sich der Bund,
dass ich schon gesagt habe, wir haben Zusagen und Vereinbarungen und der Bund steht dazu. Das ist ja anerkennenswert, aber es ist auch die Vereinbarungslage. Die U5 wird ja mehrere Milliarden kosten und der Bund wird bis zu 70-75% der Kosten tragen. Und unser Teil ist zum Teil schon im Haushalt zurückgestellt. Das heißt, wir haben eine solide Finanzierung, aber das sind natürlich große Milliardeninvestitionen in unsere Infrastruktur. Es kommen ja jedes Jahr 350 Millionen nochmal für den Straßenbau dazu. Wir investieren in neue Radwege, in digitale Technik für die Steuerung der Mobilität. Also eigentlich wirklich eine super Perspektive für unsere Stadt, sodass wir wirklich jetzt nicht depressiv werden sollten. Die Zeiten sind schwer, aber unsere Stadt ist stark und wir investieren wirklich in unsere Zukunft. Auch der Hafen geht ja weiter mit dem Joint Venture, mit den Hamburger Energiewerken, Port Authority. Also das ist ja auch eine tolle Entwicklung, dass da auch alles getan wird, zu dekarbonisieren und immer weiter und weiter sich fortzuentwickeln. Also da kann man toll, wirklich stolz sein auf Hamburg, ja? Ja, das ist meine Rede. Also schön, dass Sie das so positiv sehen. Wenn es nur bundesweit so gut laufen würde. Richtig, aber es kam ja auch die Personalfrage ganz kurz auf, Herr Tschentscher. Wären Sie denn auch bereit? Ist vielleicht eine sehr direkte Frage, aber wir brauchen vielleicht auch wieder neue Gesichter und Menschen, die also Zuversicht auch wirklich übertragen in ihrer Politik, ja? Aber wir brauchen auch eine starke Politik in Hamburg und ich freue mich, wenn ich in meinem Amt noch viele Jahre in diesem Sinne weiterarbeite. Herr Tschentscher, letzte Frage, weil Sie es selber angesprochen haben, den Elbtower, der soll ja nicht zum Elbtürmchen verkümmern. Nein. Und da reden wir nochmal über die Signa-Gruppe und da reden wir auch darüber, dass die Warenhauskette Galeria Kaufhof, Galeria Karstadt Kaufhof, so war die Formulierung, dass die eben halt gerettet werden, weil die zum Stadtbild gehören und der Elbtower ja ein Wahrzeichen werden sollten. Haben Sie da Hoffnung, dass entweder die Stadt Hamburg da irgendwie richtig ein Zeichen setzt oder man doch einen Investor findet? Also es sind zwei getrennte Bereiche. Ja, klar, aber die Karstadt- und Kaufhausthemen sind das eine. Aber zwei Investoren werden die so. Ja, es sind unterschiedliche Bereiche, auch in der Signa-Gruppe, auf unterschiedliche Art und Weise von dieser Insolvenzlage betroffen. Wir haben zunächst mal den Tower, den Elbtower. Das ist ein privates Risikoprojekt. Richtig. Und ich lege auch Wert darauf, dass die Verträge eingehalten werden. Wir haben starke vertragliche Regelungen im Sinne der Stadt. Im Hintergrund laufen jetzt Gespräche und es gibt auch ein wirtschaftliches Interesse für die privaten Investoren, einen Turm, der schon halb fertig ist, jetzt nicht aufzugeben. Wir würden das Grundstück zurücknehmen. Könnten dann den Tower zu Ende bauen lassen von Dritten, aber es ist nicht unsere erste Priorität, sondern wir erwarten jetzt schon und ich setze auch darauf, dass ein privatwirtschaftliches Projekt jetzt auch privatwirtschaftlich beendet, also fertiggestellt wird und dafür stehen die Chancen gar nicht so schlecht, weil es eben vernünftig ist, das anzugehen. Sollte es nicht gelingen, sollte die Elbtower GmbH in die Insolvenz gehen, das ist ja noch nicht der Fall, aber sollte das der Fall sein, würden wir als Stadt unser Wiederkaufsrecht geltend machen und hätten dann die verschiedenen Entscheidungsmöglichkeiten in der Hand, also zu Ende bauen durch einen neuen, anderen privaten Investor, möglicherweise auch eine veränderte Konstellation, aber letztlich wollen wir eigentlich die Architektur und die Nutzungsart dieses Elbtowers halten. Es gäbe ja einen Logistiker, der vielleicht in Hamburg dafür einstehen könnte, der ja auch schon beteiligt ist, Sie kennen den Namen. Das könnte sein, das liegt aber in seiner Entscheidung. Und wir sind bereit, die Dinge, die wir vertraglich dann zusichern müssen, also wir müssten einem Investorenwechsel zustimmen, dazu sind wir bereit. Die letzte Option, die es immer noch gäbe, die wir nicht wollen, aber die es gibt, ist, dass wir tatsächlich zurückbauen und eine neue Architektur, eine neue Investition sozusagen ausschreiben. Das sind aber alles Entscheidungen, die wir schrittweise, je nachdem, wie sich die Dinge weiterentwickeln, organisieren würden. Man muss keine Sorge haben, dass das Projekt sich so darstellt wie bei der Elbphilharmonie, wo ja am Ende auf Kosten des Steuerzahlers Fehlplanung und Ähnliches ausgebadet wurden. Das haben wir auf keinen Fall an dieser Stelle. Und diese Sicherheit, die dürfen wir allen Bürgerinnen und Bürgern auch dann mitteilen. Dann retten Sie das Projekt hoffentlich irgendwie und auch das Wahrzeichen Fernsehturm. Was ist eigentlich da nochmal abschließend? Eine Frage, die mich immer eigentlich bewegt hat. Wann können wir denn mal wieder den Fernsehturm auch das ist ein Projekt, das auf sozusagen privat umgesetzt wird. Und wir geben als öffentliche Hand einen Zuschuss. Ja. Der ist allerdings begrenzt, auch aus beihilferechtlichen Gründen. Und insofern auch hier arbeitet sozusagen die privatwirtschaftliche Aktivität.
unter, das muss man ja auch sehen, unter schwierigen Bedingungen. Ja. Momentan ist es schwierig für die gesamte Baubranche und deswegen ist es ja nicht nur ein Hamburger Phänomen, sondern bundesweit sind Bauprojekte unter Druck, Zinskosten, sind Grundstücksfragen plötzlich offen. Wir werden unsere Themen angehen und werden gemeinsam mit der Siegner Gruppe oder eben auch mit anderen Investoren die besten Lösungen für Hamburg finden. Herr Dr. Tschentscher, vielen Dank. Ich hätte so viele Fragen noch auch über aber Ärzte, aber die Zeit. Aber die Zeit. Vielen, vielen Dank. Alles Gute und wie gesagt, frohes neues Jahr. Frohes Dankeschön. Neues Jahr. Ja, jetzt an meiner Seite Dr. Harald Vogelsang. Ich grüße Sie. Frohes neues Jahr. Vorstandsvorsitzender der Hamburger Sparkasse, ist richtig, ja? Das stimmt, ja. Dankeschön. Erstmal, Eingangsfrage, sind ja bewegte Zeiten. Wie sehen Sie denn die Finanzwelt im Moment? Wie wirkt sich alles auch auf Banken und auf das Bankengeschäft aus? Also bewegte Zeiten haben wir wirklich. Das ist nicht einfach. Für die Banken hat sich die Welt ein wenig verbessert, jedenfalls für die regionalen Banken, zu denen ja auch Sparkassen gehören. Weil der Zins wieder da ist. Die schwierigste Zeit war die Zeit der Negativzinsen für unsere Kunden, aber genauso auch für die Banken. Und das ist jetzt besser geworden. Insofern können wir uns im Moment nicht beklagen, wollen wir auch nicht tun, aber das gibt uns auch die Möglichkeit, unsere Kunden gut zu unterstützen. Haben Sie denn eine neue strategische Ausrichtung? Wie betrachten Sie Ihr Kerngeschäft? Wir ändern nichts an unserer strategischen Ausrichtung. Die Hamburger Sparkasse gibt es bald seit 200 Jahren, nämlich 2027. Und deshalb wären wir ganz töricht, wenn wir an der grundsätzlichen Ausrichtung etwas ändern würden. Was tun Sie denn auch zur Gestaltung der Stadt Hamburg oder was tragen Sie dabei? Gibt es irgendwelche schönen Projekte oder Themen, Stiftungen, was auch immer Sie gerne ansprechen wollen, was im Namen der Hamburger Sparkasse auch initiiert wurde? Ja, wir tragen, glaube ich, eine ganze Menge dazu bei. Erstmal, weil wir sehr viel Investitionen finanzieren. Gleichzeitig haben wir ja die große Haspa Hamburg Stiftung mit über 200 Treuhandstiftungen darunter, die jedes Jahr über 5 Millionen auch bewegen und die ausschütten. Und wir tun selber auch eine ganze Menge. Unsere Musikstiftung hat inzwischen über 500 Instrumente, die wir vergeben an junge Künstler, die sich das sonst nicht leisten können. Und wir werden auch in den nächsten Wochen noch einige Sonderspenden machen. Das werden wir nochmal gesondert veröffentlichen. Aber weil wir ein gutes Geschäftsjahr 2023 gehabt haben, wollen wir auch der Gesellschaft noch mal etwas zurückgeben. Heute noch zu den Reden, die Abschlussfrage, was hat Sie am meisten bewegt oder welcher Satz hat Sie nachdenklich gestimmt? Gab es da irgendwas von Herrn Gauck oder von Herrn Lindemann, wo Sie sagen, auch als Unternehmen, das können wir, da sind wir eigentlich bei Ihnen oder was würden Sie sagen zu den ganzen Statements? Also ich finde, alle Reden haben zum Nachdenken angeregt, sowohl die des Bürgermeisters als auch von Herrn Lindemann, Frau Fegebank. Aber ich bin ganz ehrlich, die Rede von Herrn Gauck hat mich besonders bewegt, weil er uns alle aufgefordert hat, nachzudenken, wie wir jeder persönlich von uns für das, was uns wichtig ist, die Demokratie, die Freiheit und die Toleranz in unserem Lande eintreten können. Das heißt, Ihre Compliance, haben Sie da auch noch was zu ergänzen, was Ihnen wichtig ist im Unternehmen, wie man sich untereinander begibt, dieser Zusammenhalt, den man auch gerade jetzt in Krisenzeiten in einer Gesellschaft vielleicht mehr pflegen sollte. Ja, wir sollten uns alle vergegenwärtigen, dass wir in einem freien Land leben, wo jeder seine Meinung äußern kann, dass wir uns dafür aber auch unglaublich einsetzen müssen und dass wir uns alle überlegen müssen, ob wir nicht entweder selbst in die Politik gehen, oder die Politiker stärker unterstützen. Es nützt nichts, nur zu schimpfen. Man muss auch selber bereit sein, sich zu engagieren. Ich danke Ihnen vielmals für diese schönen Worte zum Abschluss und wünsche Ihnen noch weiterhin einen schönen Abend. Ja, danke. Wunderbar. Ja, jetzt an meiner Seite Klaus Schülmann, der Gastgeber. Vom Klönschnack sind Sie der Herausgeber und der Chefredakteur und hier auch eben der Gastgeber vom Blankeneser Neujahrsempfang. Was für ein toller Empfang heute wieder, alles gelungen mit tollen Rednern. Was sagen Sie selbst? Sie sind mit Sicherheit auch immer selber sehr ergriffen. Ich denke, so ein Jahresauftakt, das macht schon was mit einem, ja? Naja, das fängt ja im Vorfeld an. Ja. Ein bisschen dünnhäutig, nervös, Organisation ist ja auch nicht gerade einfach. Richtig. Aber ich bin zufrieden, alles hat geklappt heute. Sie haben eine sehr nachdenkliche Rede auch gehalten, Sie haben nichts beschönigt. Aber haben wir auch gesagt zum Schluss, ohne Zuversicht, ohne dass wir es anpacken, geht es nicht. So also ist es. Reicht nicht allein nur zu klagen, zu mängeln. Wir müssen ja irgendwo auch wieder anfangen. Nein, wir können uns nicht immer nur hinstellen und alles niedermachen, weil dies und das nichts taucht oder sowas. Man muss irgendwo auch damit, auch bei Regierung, wir haben sie gewählt vor 4 Jahren, ja, vor 3 Jahren. Nicht? Oder müssen wir nun durch.
wir können nicht einfach, wir sind keine Bananenrepublik, wir können nicht einfach umstürzen, bloß weil den irgendwelchen Leuten irgendwas nicht gefällt. Ne? Da sollen sie sich engagieren, sollen aktiv werden. Ja. Was und vor allen Dingen wehret den Anfängen, ne? Was Gauck mit seinem Buch Erschütterung ja auch schon geschrieben hat. Er hat da recht. Ja. Haben Sie irgendeinen Leitsatz, der Ihnen heute in Erinnerung geblieben ist, aus den Reden heraus? Hat Sie da was besonders bewegt oder irgendeinen Satz, wo Sie sagten, der hat mich berührt? Oder gab es da was ganz Bestimmtes? Oder? Naja, es waren eigentlich Sachen, die ausgetauscht werden, die auch letztlich nur, die man auch fühlt. Nur Gauck zum Beispiel hat sie nochmal auf den Punkt gebracht. Ne? Das hat mich schon beeindruckt. Ne? Ja. Man hat natürlich auch von einem Mann wie Joachim Gauck sowas erwartet. Ne? Der meißelt ja auch ins Marmor, wenn er spricht. Ne? Was darf man denn über die Funke Mediengruppe erfahren, über Ihren Verlag, über Kling-Klönschnack? Gibt es da Entwicklungen, Veränderungen struktureller Art, neue strategische Ausrichtung? Naja, wir werden natürlich auch das digitale Feld weiter ausbauen. Wir werden aber am Print bleiben. Wir sind keine Tageszeitung, wir sind Edelprint einmal im Monat. Aber wir sind zuversichtlich, da auch noch mit neuen Ideen ins nächste Jahr starten zu können. Ne? Aber heute hat er fünfmal, wer war das? Hamburger Fegebank hat fünfmal Abendblatt gesagt. Deswegen musste ich noch einmal Klönschnack hinterherrufen, was ja dann auch also für einen donnernden Applaus ist. Sagen Sie es früh nochmal. Sie feiern auch Jubiläum, haben Sie da, das haben Sie auch was gemacht. Nächstes Jahr, am 9. Januar, ist 30 Jahre Neujahrsempfang und das soll dann auch was Besonderes werden. Ja. Da bin ich aber gespannt. Seid ihr wieder da? Ja, vielen, vielen Dank und ich wünsche Ihnen ein tolles Jahr und viel Erfolg und dass man es auch gleichfalls und immer viel Optimismus. Ja, vielen Dank. Danke auch. Ja, liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer, das war der Blankeneser Neujahrsempfang 2024. Tolle Reden, tolle Ansprachen, tolle Unterhaltung. Wir haben es genossen. Ich hoffe, Sie haben es auch genossen. Und dann wieder im nächsten Jahr in aller Frische. Und dann gibt es ein Jubiläum. Dann gibt es nämlich den 30. Blankeneser Neujahrsempfang. Und dafür wird sich Herr Schümann sicherlich auch was Besonderes einfallen lassen. Und da wollen wir Sie auch wieder zu einladen. Vielen Dank und hoffentlich noch in diesem Jahr. Ciao. Untereinander, die der Resignation vorbeugen und uns weiterhin Zuversicht versorgen, mit Zuversicht versorgen. Wenn wir dazu nicht in der Lage sind, können wir gleich wieder nach Hause gehen und die Welt vergessen. Es fängt von uns selbst ab, ob wir das neue Jahr als Bremse oder als Motor benutzen wollen. Meine Damen und Herren, das neue Jahr wird vermutlich auch wieder mit Unheil und Katastrophen daherkommen. Aber es wird ebenso wieder Signale der Hoffnung, der Freude und der Zuversicht bereithalten. Da bin ich mir sicher. Lassen Sie uns daran festhalten und gern heute Abend hier unter uns den Neustart wagen. Lassen Sie uns vor allen Dingen menschlich bleiben. Gelegentlich hilft ja schon ein Lächeln, um den gelegentlichen Frost untereinander aus der Luft zu nehmen. Frost oder Frost. Ich weiß, ich rede angesichts der hilflosmachenden Ereignisse hier von Nichtigkeiten. Aber irgendwo müssen wir ja anfangen und weitermachen. Lassen Sie heute Abend auch die Leichtigkeit zu, gönnen Sie sich den unbeschwerten Austausch, freuen Sie sich über alte Bekannte, die Sie vielleicht lange nicht gesehen haben. Bei schwierigen Begegnungen versuchen Sie es noch mit einem Lächeln. Danken möchte ich Ihnen auch für den Erwerb der 25-Euro-Lose, die Ihnen die Mitglieder des Lions Club Hamburg-Blankenese anbieten. Wie Sie wissen, gehen die Gelder wieder an Einrichtungen, die Kinder und Jugendlichen in Not fördern und unterstützen. Eine gute Gelegenheit für das Engagement in die Zukunft. Last but not least möchte ich unseren Hauptpartnern, so viel Zeit muss sein, des heutigen Abends sehr herzlich danken. Es sind Markus Witt von Donner und Reuschel und Steffen Knies von Porsche Hamburg. Ohne ihr Engagement wäre dieser Abend nicht möglich. Ich finde ein donnernder Applaus angemessen. Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg, Dr. Peter Tschentscher. Vielen Dank, Herr Schumann, sehr geehrter Herr Gauck, Herr Lindemann, Frau Fegebach, darf ich jetzt eigentlich protokollarisch nicht erwähnen, das gehört sich bei uns im Rat auch so, dass man sich untereinander nicht so erwähnt, aber ich habe es jetzt trotzdem getan. Vielen Dank, dass wir wieder zu diesem hanseatischen Understatement geselligsten und schönsten Neujahrsempfang Deutschlands zusammengekommen sind. Es
es ist tatsächlich eine Traditionsveranstaltung mittlerweile. Wir kennen das Jahr zu Jahresbeginn. Erst stehe ich im Rathaus, das ist also am 1. Januar. Alle sind eingeladen, die Neujahrsgrüße zu überbringen. Dann geht es weiter, Neujahrskonzert in der Leishalle. Gestern der Abendblattempfang und heute eben der Blankeneser-Neujahrsempfang. Zur Tradition gehört, dass ich als Bürgermeister eine kurze Begrüßung sprechen darf. Keine eigene Neujahrsrede, aber eine gewisse Begrüßung. Und ich habe mir angewöhnt, die externen Gäste einmal kurz zu warnen. Es ist schon angeschnitten worden. Anders als gedacht ist es hier nicht ganz so seriös, wie man aus der Entfernung vielleicht denken könnte. Ich habe es mal gehört, da hat jemand gegoogelt und gedacht, oh, Neujahrsempfang Hamburg, dann auch noch Blankenese. Da muss ich mich gut vorbereiten. Das sollte man auch. Das Publikum ist nämlich anspruchsvoll, aber es will auch was zu lachen haben. Und das ist die Kunst des Tages. Nicht zu ernst, nicht zu sachlich. Ich weiß nicht, guter Redner, Wolfgang Kubicki, ist der heute wieder hier? Hier. Ja, hier. Sie sind hier einer der beliebtesten Redner. Ich gehe mal raushauen, Hauptsache Wirkung. Applaus, ich rede nicht die Rede. Das ist so ein bisschen, das ist der Stil, an dem wir uns heute Abend, auf den wir uns freuen dürfen. Und Katharina Fingebank, für Sie ist das ein Heimspiel, Sie kennt die Stadt, Sie kennt die Regeln. Herr Gauck kommt zwar nicht aus Hamburg, aber aus Rostock. Und er ist dann wirklich Hanseat durch und durch. Mir ist das letztens aufgefallen im Haus Rissen, also richtig. Er könnte Präsident vom Überseeklub werden heute. Kann das gar nicht auffallen. Er ist richtig von der Kultur, von der Mentalität, er ist hier sehr zu Hause. Ja, für Herrn Lindemann ist es am schwersten. Er kommt aus Paderborn. Was gibt es da zu lachen? Gut, dass wir nicht hochnäsig sind. Also, Paderborn ist halt ganz anders. Insofern, Herr Lindemann, für ihn ist es jetzt wirklich ein Kulturschock hier, in dieser Atmosphäre eine Rede zu halten. Und das ist eben nicht so einfach. Es ist schon angedeutet worden, Herr Lindemann stellt sich vor, bei ihm ist Karneval. Nur hier ist es eben auf Hanseatisch. Das ist jetzt Ihre Aufgabe für heute Abend. Nun, wie gesagt, es ist eigentlich gar nicht so leicht, in solchen Zeiten launige Reden zu machen. Wir sind in schweren Zeiten, große Krisen hinter uns, vor uns. Es gibt knifflige Probleme, halbfertig gebaute Hochhäuser zum Beispiel. Aber, das sind also andere hätten diese Sorgen gerne. Jedenfalls, Humor ist, wenn man trotzdem lacht, sagt man. Und ich darf darauf hinweisen, Hamburg ist anders. Anders Weltmensch, besser regiert als ganz Deutschland. Oh ja, Haushalt ist stabil. Keine verfassungswidrigen Überschreitungen von Schuldenbremsen. Keine Haushaltsgrundlageerklärung in anderen Ländern. Ja, nur als Beispiel. Wir halten die Grenzen ein als Politik und die Wirtschaft, die Handelskammer fordert, haut noch eine Milliarde mehr raus. Das ist der Unterschied. Hier in Hamburg achten wir auf die Vorgaben und selbst wenn andere es fordern, nein, die HALA, die Hapag-Lloyd-Dividende, die wird jetzt erstmal genutzt, um die Kredite zu tilgen für den Kauf der Anteile. Das ist seriöse Haushaltspolitik und das unterscheidet uns ein bisschen vielleicht von anderen politischen Milieus, wo man solchen Forderungen schneller nachkommt. Also, Hamburg ist anders, ist mein bescheidener Hinweis. Ein Beispiel habe ich mitgebracht. Wie geht man mit Problemen um? Also nehmen wir mal Montag. Da war ja angekündigt, großer Bauernprotest. Ganz Deutschland. Und wir haben dann auch überlegt, oha, 2000 Traktoren von Süden, von Niedersachsen, vom Norden, von Schleswig-Holstein, wollten sternförmig nach Hamburg rein, die ganze Stadt lahmlegen. Dann haben wir uns gedacht, was machen wir denn? Wo sind eigentlich die Klimakleber, wenn man sie mal braucht? Aber ich wüsste nicht, War nur ein Scherz. Also beide Bewegungen haben ernste Anliegen und man könnte ja die eine gegen die andere, aber nein, wir haben uns überlegt, nein, wir bereiten uns vor, es gibt das Sonntagsfahrverbot für den Handel und so, heben wir auf, dann ist schon mal alles in den Regeln. Dann sagen wir, alle, die müssen, fahren U- und S-Bahn und wer Homeoffice machen kann, ist auch noch ziehen. Ich stehe montags morgens an der S-Bahn, bin mit der S-Bahn ins Rathaus, alle Straßen leer, links ist markiert,
Freie Fahrt für freie Bauern und innen. Und das in der Hansestadt, wo wir jetzt sozusagen da die Blockade geben sollten. Also das ist der Unterschied. Dass wir uns vorbereiten und dass wir dann damit jedenfalls keine Probleme haben. Und dann kommt noch der Bauernverband Hamburg. Die Außenstehenden ahnen gar nicht, dass es den gibt. Wir haben auch Landwirtschaft. Und zwar alles, von allen wenig, aber wir haben alles. Viehzucht, Obst, Gemüse, Blumen, Milchwirtschaft. Und wir haben Bauernverbandspräsident und der wird zitiert mit den Worten: Nur durch einen respektvollen und konstruktiven Dialog können wir gemeinsam Lösungen finden, die allen Beteiligten gerecht werden. Also seriöser kannst du nicht sein. Das ist Hamburg. So, jetzt bin ich gespannt auf die Reden. Frau Fegebank ist diesmal da. Letztes Jahr war sie nicht da, da konnte ich einen Witz auf ihre Kosten machen. Heute weiß ich nicht, sie darf sich eigentlich nicht evangelieren, wir wollen keine Koalitionskrisen auslösen. Herr Gauck muss die Würde seines Amtes wahren, das ist ein Handicap, aber wird es hinbekommen. Und Herr Lindemann, wie gesagt, muss aufpassen, Sie sind Opposition, Sie müssen die Dinge ansprechen und so, aber bedenken Sie, der klassische CDU-Wähler wählt in Hamburg SPD. Also keine, bitte keine Kollateralschaden, schick und beabsichtigt. Auslösen und wissen Sie, hanseatisches Understatement bedeutet, dass wir es gerne mögen, wenn uns andere loben. Also in diesem Sinne wünsche ich uns einen bunten, einen geselligen Abend und vor allem uns allen ein gutes neues Jahr. Herzlichen Dank. Seien wir gespannt auf die Neujahrsansprache vom Generalsekretär der CDU. Bitte begrüßen Sie Dr. Carsten Linnemann. Herr Schümann, Fegebank, Tschentscher, Professor Gauck, meine Damen, meine Herren, vielen Dank, dass Sie so nett zu mir sind. Ich kann das gerne zurückgeben. Ich bin total gerne in Hamburg sehr häufig. Bin meistens hier, da muss ich auch mit der Tür ins Haus fallen wegen Fußball. Sie spielen ja mit dem HSV und mit St. Pauli in der zweiten Fußball-Bundesliga. Ich finde, so eine Weltstadt wie Hamburg gehört eigentlich in die erste Liga. Aber nur persönlich freue ich mich, weil ich bin großer Fan des SC Paderborn. Und wir sind dann häufig hier. Letztes Spiel hatten wir vor gut 4 Wochen. Hier im Volksparkstadion, HSV gegen den SC Paderborn. Aber es gab keine Überraschung, Paderborn hat 2-1 gewonnen. Wir denken, apropos Fußball in diesen Tagen, natürlich an Franz Beckenbauer, der zu früh gestorben ist. Sie haben hier eine Ikone mit uns, Uwe. Ist auch schon 1,5 Jahre her. Aber auch andere sind mehr aktiv, aber auch ich an Manni Kals denke, an Felix Magath, an Horst Rubisch. Das waren damals Größen. Wir waren eine Turniermannschaft, Fußball-Weltmeisterschaft geholt, Europameisterschaft. Und die Fußball-Nationalmannschaft war irgendwie ein Spiegelbild dessen, was Deutschland ausmacht. Es ging voran mit Leistung, mit Anstrengung. Heute ist es leider genau andersrum. Die Nationalmannschaft ist zwar Spiegelbild dessen, aber, ja, ich meine, Sie lachen, ich meine jetzt, mal ganz ehrlich, ich spiele beim FC Bundestag. Ich schaffe es nicht mehr so häufig, aber ich habe schon vor wenigen Jahren mitgemacht bei der Europameisterschaft. Gegen die anderen Parlamente mit dem FC Bundestag. Ich meine, manchmal denke ich echt, wir könnten auch statt der Nationalmannschaft den FC Bundestag aufstellen. Ja, wir sind bei der letzten Europameisterschaft 4. geworden. Ich meine, da kann man nochmal klatschen. Das Problem ist nur, zur Ehrlichkeit gehört auch, dass nur 4 Mannschaften teilgenommen haben. Persönlich bei mir hat es nur gereicht bis zur Kreisliga höchstens. Und
jetzt habe ich natürlich einen Job mit dem Generalsekretär, da muss man auch so ein bisschen aufpassen. Und jetzt habe ich mir ein zweites Standbein aufgebaut zur Sicherheit. Ich bin jetzt Podcaster geworden. Ja, ich habe jetzt einen Podcast einfach mal machen, weil das geht mir gegen den Strich, immer dieses Reden, dieses Quasseln. Wir müssen einfach mal machen. Ich meine, Sie sind ja als Hamburger auch so eine Einfach-mal-Machen-Stadt, ne? So eine Einfach-mal-Kanzler-Machen-Stadt. Ja, ich meine, Angela Merkel ist hier geboren, dann haben Sie mit Helmut Schmidt, für mich einer der ganz Großen, wirklich, war ich als CDU-Mitglied der Tschentscher, und jetzt mit Olaf Scholz, schon in jedem Interview kommt er direkt auf den Punkt, ist immer präsent, gibt dem Land eine Vision. Ja, ich meine, jetzt hört man natürlich aus Berlin, heute sitzt man zusammen, Herr Tschentscher, ne, mit der Fraktion und der Scholz. Ich hoffe, dass da nichts passiert. Sonst muss wieder ein Hamburger ran. Ansonsten, ich bin auch früher viel mit meiner Familie hier. Meine Eltern hatten über 40 Jahre lang eine Buchhandlung, haben viel gearbeitet und am Wochenende sind wir häufig nach Hamburg gefahren, häufig Konzerte besucht. Mein Vater viel gearbeitet, war auch sehr politisch interessiert, meine Mutter überhaupt nicht. Die hat mich eigentlich immer nur gefragt, Junge, jetzt auch in den letzten Jahren in der Politik, Junge, hast du genug gegessen? Heute geht es, ich meine, bei der Großen Koalition war es ganz schlimm, aber sie bekam damals so ein neues Smartphone, da hat sie sich mit WhatsApp befreundet und dann habe ich ihr zur Beruhigung immer ein Foto von dem Teller geschickt. Aber ich muss sagen, es war nie mein Teller, es war immer der von Peter Altmaier. Mein Vater, wie gesagt, sehr politisch interessiert, als ich 2009 in den Bundestag kam. Da hat er richtig kokettiert. Vor Freunden, vor Bekannten und gesagt, jetzt geht mein Sohn in die Politik, jetzt ist endlich Schluss mit dieser Bürokratie, weil ich dem jeden Tag beim Mittagessen oder spätestens Sonntag gesagt habe, dass wir die Bürokratie abbauen müssen. Und ich habe ihm immer gesagt, auch wie. 2009 bin ich in den Bundestag gegangen. Heute sagt er zu mir, seitdem du drin bist, hat die Bürokratie nochmal richtig an Fahrt zugenommen. Und lassen Sie mich deshalb zum Schluss vielleicht noch 2 Minuten drei ernste Sätze sagen. Dieses Land wird über sich hinauswachsen müssen. So witzig das ist mit der Bürokratie, aber wir spüren das doch alle, und das meine ich völlig unparteiisch, egal wer dran war, die Bürokratie nimmt zu und wir ersticken in Bürokratie und Überregulierung. Wir leben... Wir leben in einem Land, wo mittlerweile zum ersten Mal... Das ist jetzt schwere Kosten, aber da müssen Sie jetzt durch. Zum ersten Mal mehr als die Hälfte der Deutschen sagen, wir werden Wohlstand verlieren. Und zum ersten Mal in der Dimension, und dieser Umstand wiegt sehr schwer, das ist das Thema von Professor Gauck, was er auch in seinem neuen Buch Erschütterung anspricht. Zum ersten Mal ist die Diskrepanz zwischen dem, was wir in Berlin machen, und dem, was die Bürger in der Lebensrealität erfahren, so groß wie selten zuvor. 58% der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland sagen laut Leinsbach, dass die Politik die Probleme nicht mehr lösen kann. Wir sind nicht mehr Problemlösungskompetenzgeber. Das heißt mit anderen Worten, die Menschen haben das Gefühl, wir leben in einer anderen Welt, die kümmern sich nur um sich. Und die Frage ist, die zentrale Frage, wie kommen wir da raus? Wenn wir da nicht rauskommen, werden die Protestparteien weiter reduzieren. Das ist eine Aufgabe uns aller. Und ich finde, vielleicht darf ich das anschließend sagen, es braucht 3 Punkte. Das meine ich auch sehr selbstkritisch. Erstens, alle Parteien müssen sich die Frage stellen, wie es zu dieser Entwicklung kam, was sie in den letzten Jahren falsch gemacht haben. Auch hier in den 16 Jahren CDU-Regierung. Auch wir müssen uns die Frage stellen, was haben wir falsch gemacht in den Jahren und was müssen wir heute korrigieren und müssen das auch sagen. Gleichzeitig auch sagen, was gut gelaufen ist. Aber diese Selbstkritik braucht es, um eine Fehlerkultur, ja eine Lernkultur zu bekommen. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Bevor wir überhaupt anfangen, irgendwas den Bürgerinnen und Bürgern
ich sag's einfach mal, zugute, müssen wir in der Politik selbst bei uns anfangen, sonst wird es nicht funktionieren. Das ist der erste. Und das meine ich auch ganz selbstkritisch, ich will es auch nicht lange ausführen, aber wenn Sie allein in Berlin die Ministerialbürokratie sehen, wie wir die aufgebläht haben in den letzten Jahren, Tausende von neuen Stellen wurden geschaffen. Wir haben in Berlin mittlerweile über 40 sogenannte Regierungsbeauftragte. Mit Stäben. Ich weiß gar nicht, was sie den ganzen Tag machen. Wenn wir da nicht selbst anfangen, werden wir keine Chance haben. Die Menschen wissen selber, dass wir nicht weiter die Probleme und Herausforderungen mit Geld zuschütten können. Aber um loszulegen, müssen wir zweitens bei uns selbst erst anfangen. Der dritte und letzte Punkt. Wir müssen uns und uns allen etwas zumuten und deutlich machen, dass das, was wir in den letzten Jahren erleben, in Zukunft nicht mehr funktionieren kann. Wir müssen deutlich machen, dass Wohlstand, dass Wachstum ohne Anstrengung eine Illusion ist. Wir müssen deutlich machen, dass wir uns nicht auf den Fleiß meiner Elterngeneration ausruhen können. Wir müssen deutlich machen, dass es auch Menschen gibt, die Häuser bauen, die Brücken bauen, die Straßen bauen, die eine Vision haben, die ein Ziel haben, die sich selbstständig machen, die einfach mal losstürmen wollen, ohne dass immer gleich Bedenkenträger und Bremser kommen und sagen, warum etwas nicht geht. Wenn wir das schaffen, dann bekommt es wieder eine Mentalität des Machens, dass wir machen und nicht nur quasseln und dann ist mir um die Zukunft dieses Landes nicht bange. Ich wünsche Ihnen alles Gute für 2018. Gerade aktuell
wo man das Gefühl hat, dass es jeden Tag eine neue Episode der Ampel-Telenovela gibt. Wer ist an allem schuld und warum sind es die Grünen? Man hat das Gefühl, ist es zu warm oder zu kalt? Man hat jemanden, den man dafür verantwortlich zu machen hat. Teuer oder billig, zu wenig Fleisch, zu viel Gemüse, das Croissant beim Bäcker ist aus, Familienstreit unterm Weihnachtsbaum, die Grünen waren's. Also ich habe da draußen so Karten hingelegt mit meiner Nummer, wer eine Beschwerde hat, bitte scheuen Sie sich nicht, mich dann danach anzusprechen oder anzurufen, aber eins kann ich Ihnen sagen, wenn der HSV es jetzt zum wiederholten Mal nicht schaffen sollte, in die erste Liga aufzuscheiden, bitte, bitte, diesmal nicht die Grünen, nicht wir sind verantwortlich dafür. Holstein Kiel, genau. Ich bin wieder zurück beim Neujahrsempfang des Abendblatts. Ich stand da also gestern und dachte, Halleluja, morgen bist du dran. Blankeneser Neujahrsempfang und dann noch vor einem anspruchsvollen Publikum. Wir standen da also direkt vor der Bühne und ich trainierte so vor mich hin, was ich dann irgendwie sagte, mir irgendwas Lustiges auch einfallen würde. Der Druck ist schon hoch und die Messlatte ist ja jetzt auch nach meinen Vorrednern recht hoch gehängt. Da kommt der Bürgermeister im Schlepptau mit Daniel Günther, stellt sich neben mich, lächelt mich an und sagt dann zu Daniel Günther, stell dich mal vor die Grünen. Ja, Sie lachen, so läuft das bei uns im Rathaus. Dabei ist noch nicht mal Wahlkampf, wobei, wenn ich mir die Fotos von heute angucke, denke ich, es wäre besser gewesen, wenn sich Daniel Günther vor mich gestellt hätte. Ich sehe wirklich so aus, als müsste man mir gleich eine Sauerstoffmaske reichen. So sehr habe ich gelacht, aber das war bemerkenswert. Apropos Wahlkampf, Herr Schümann, ich finde das heutige Redner-Line-up, das ist schon ziemlich wahlkampfmäßig besetzt. Ich bin wirklich gespannt, wen Sie hier im nächsten Jahr auf die Bühne bringen. Und man muss ja sagen, die Reihenfolge ist wohl gewählt. Sollten wir Vertreter des operativen politischen Geschäfts hier heute erstens zu viele Phrasen dreschen, schönreden, Eigenlob verfallen und vor allem drittens großen Unfug reden, dann besteht für Sie alle die Hoffnung, dass der ehemalige Bundespräsident es für uns alle rausreißt. Und ich habe eben auf dem Weg hierher noch mit einem Kollegen gesprochen und gesagt, mir geht schon ganz schön die Düse, heute hier zu sein. Und sagt er, wieso? Herr Gauck spricht doch nach dir, der ist eine Bank, du musst dir überhaupt keine Sorgen machen. Man könnte also tatsächlich denken, dass in diesem Jahr in Hamburg eine alles entscheidende Wahl ansteht und welcher Ort wäre da zum Aufgalopp besser geeignet als der Blankeneser Neujahrsempfang. Und das wusste ja schon Olaf Scholz als Hamburger Bürgermeister. In Hamburg ist gegen die Elbchaussee keine Wahl zu gewinnen. Ich nehme an, daran kann er sich vielleicht heute nicht mehr so richtig erinnern. Und nur sehr böse Zungen behaupten, dass der Senat den ersten Bauabschnitt der Elbchaussee vor einigen Wochen nur deshalb früher als geplant fertiggestellt hat, damit heute hier auch die Laune der Anwesenden möglichst ungetrübt ist. Und an dieser Stelle eine gute Nachricht für uns alle, die sind ja rar gesät in diesen Tagen. Wir werden künftig, oder Sie, nicht mehr im Stau stehen. Naja, jedenfalls nicht mehr so viel, auch wenn vielleicht die aktuellen Stauzahlen was anderes vermuten lassen. Zumindest wird nicht der für die Verkehrswende engagierte Kollege Alice Tjax daran schuld sein, sondern, ich weiß gar nicht, ob er schon hier ist, der grüne Umweltsenator Jens Kerster. Denn der dreht die ganze Stadt jetzt um für den Ausbau des Fernwärmenetzes. Und wir haben sehr fürsorglich auch daran gedacht, dass die 11 Vororte im Konzert der Hamburger Stadtteile privilegiert bleiben. Sie dürfen sich schon seit längerem vom Bau der Fernwärmestrecke Elchstraße einen intensiven Eindruck verschaffen. Allerdings scheint mir der Dank der Anwohner für diese Vorzugsbehandlung von Othmarschen und Großflottbeck noch ausbaufähig. Also nochmal, die Zeichen stehen vermeintlich auf Wahlkampf, aber ich kann Sie und mich beruhigen. Die Wahlen zur hamburgischen Bürgerschaft finden erst im Frühjahr, also in einem Jahr statt, im Frühjahr 25, und das ist gut so. Wir brauchen schließlich noch ein bisschen mehr Zeit, um für Sie im grünen Wahlprogramm
noch ein paar Verbote zu verschieben. Und überhaupt, ist eben schon angesprochen worden, wie geschmeidig wir damit umgegangen sind, aber Trecker, Demo, Bahnstreik, Glatteis, fehlende Parkplätze, da ist noch schon einiges dabei, was so eine Regierung auch mal in Schlittern bringen könnte. Ich vermute, Dennis Terry, ich weiß nicht, ob er da ist, wünscht sich klammheimlich, würde sich wünschen, dass schon in diesem Jahr waren wir. Und trotzdem wird es politisch interessant in diesem Jahr. Anfang Juni finden zeitgleich Europa- und Bezirkswahlen statt. Und je nach individueller parteipolitischer Betroffenheit wird das Wahlergebnis dann entweder als lediglich unwesentliche Momentaufnahme oder wegweisendes Votum für die Bürgerschaftswahlen im nächsten Jahr gedeutet werden. Sie werden es in einem Jahr genauso hier erleben. Und damit nicht genug, Herr Linnemann, sollten Sie die Ampel, die ja ein paar klitzekleine, nicht nennenswerte Probleme gerade mit sich rumträgt, bis dahin nicht zu Fall gebracht haben, findet im Herbst kommenden Jahres dann auch noch eine Bundestagswahl statt. Eine so nahtlose Abfolge von Wahlen haben wir in Hamburg dann tatsächlich lange nicht erlebt. Und Vorwahlzeiten, das wissen wir alle, Sie alle, sind erfahrungsgemäß keine Sternstunden der Sachlichkeit. Und Politik ist bisweilen ein erschütternd schlichtes Geschäft. Die Rituale kennen wir alle und wir beherrschen sie perfekt. Wer regiert, erklärt wortreich und ungefragt, warum alles sehr gut läuft. Wenn es nicht gut läuft, dann ist die Vorgängerregierung schuld oder externe Umstände, die nicht vorhersehbar waren. Die Opposition hingegen erklärt in Vorwahlzeiten noch lauter als sonst, dass man noch nie so schlecht regiert wurde wie aktuell. Und ist eine Opposition erst seit kurzem nicht mehr in der Regierung, blendet sie einfach aus, dass sie nichts von dem, was sie fordert oder beklagt, selber hätte umsetzen können. Das Versöhnliche an diesem Schauspiel, in einem demokratischen Rechtsstaat stehen die allermeisten Parteien mal auf der einen, mal auf der anderen Seite. Und nachdem sie sich einmal kräftig geschüttelt und in der Regel ihr Spitzenpersonal ausgetauscht haben, wechseln sie einfach die Rollen frei nach dem Motto, das Sein bestimmt das Bewusstsein. Sie kennen das, bayerische Ministerpräsidenten werden dann zu Bienenliebhabern, Sozialdemokraten zu Klimaschützern und Grüne werden Fans von Agrardieselsubventionen. Ich will daher heute Abend mit gutem Beispiel vorangehen und darauf verzichten, ihn ausführlich darzulegen, weshalb dieser Senat Hamburg sehr, sehr gut regiert. Glauben Sie mir einfach, es stimmt. Falls Sie doch lieber eine objektive Meinung einholen wollen, fragen Sie einfach Peter Tschentscher. Falls Sie mir nicht glauben wollen, fragen Sie einfach Dennis Thiering. Und falls Sie die Meinung einer radikalen Minderheit in dieser Stadt hören wollen, die FDP ist, glaube ich, auch hier. Anna von Treuenfels habe ich nämlich schon gesehen. Ich will noch mal, ich hoffe, ich kriege dann auch einen Podcast, den Chefredakteur des Hamburger Abendblatts bedienen. Aber nicht nur ihn, sondern auch den Chefredakteur der Zentralredaktion der Funke Mediengruppe, Jörg Kroos. Die beiden haben kürzlich ein Buch veröffentlicht. Darin sezieren sie den Politikersprech und befassen sich im Kern sehr ernsthaft mit dem Verlottern der politischen Kommunikation. Beide analysieren dabei die regelmäßig verunglückten Versuche, von Politikern einen kommunikativen Drahtseilakt hinzulegen. Auf der einen Seite mit lauten, kurzen Statements maximale öffentliche Aufmerksamkeit zu kriegen und auf der anderen Seite einfach nichts sagen, daherzureden, aus Angst vor dem Einsatz, der politische Karrieren schnell beenden oder jedenfalls einen massiven Shitstorm auslösen kann. Unvergessen, Toni Hofreiters Ankündigung eines vermeintlichen Verbots von Einfamilienhäusern, Annegret Kramp-Karrenbauers Regulierungsversuch freier Meinungsäußerung von YouTubern wie Rezo und Christine Lambrechts historisches Silvestervideo. Von Friedrich Merz fange ich gar nicht erst an. Wahr ist aber auch, wenn Herbert Wehner oder Franz Josef Strauß heute noch politisch aktiv wären, bräuchten wir Dutzende zusätzliche Atomkraftwerke, um das Internet betriebsfähig zu halten. Und ein Gerhard Schröder bräuchte zum Regieren nicht Bild, Bams und Glotze, sondern eine veritable russische Trollfabrik. Viele glauben, dass gerade diese verquarste Art der Kommunikation die Verdrossenheit mit der Politik befeuert. Und jetzt muss ich auch noch mal etwas ernster werden. Denn fest steht, die Debattenkultur in Zeiten der sozialen Medien ist so schlecht wie schon lange nicht mehr.
Zwischen Meinung und Fakten wird kaum noch unterschieden. Recht hat, wer am lautesten und schrillsten daherkommt. Alle reden, keiner hört zu und das ist mittlerweile nicht mehr nur fürchterlich anstrengend, sondern es entwickelt sich zu einer echten Bedrohung für unsere Demokratie. Wie schnell diese Bedrohung konkret werden kann, mussten wir alle vor wenigen Tagen sehen. Robert Habeck konnte nach seinem Urlaub nicht nach Hause fahren, weil ein aufgebrachter Mob ihn daran hindern wollte, von einer Fähre an Land zu gehen. Und hier ist die rote Linie der Demokratie definitiv überschritten. Dass dabei der legitime Protest gegen politische Entscheidungen offenbar von rechten, rechtsextremen Kreisen gezielt unterwandert wird, zeigt sich, wie planvoll Feinde der Demokratie mittlerweile vorgehen. Und ich bin mir sicher, viele von Ihnen haben erschüttert und bestürzt die Nachrichten der letzten Tage von gestern mitbekommen, als das Korrektiv Medienhaus veröffentlicht hat, dass es ein Geheimtreffen zwischen AfD-Funktionären, Neonazis und in Teilen auch Unternehmern gegeben hat, denen es darum ging, in einem Masterplan Massendeportationen aus Deutschland Asylbewerber, deutsche Staatsbürger mit Migrationshintergrund nach Afrika zu bringen. Das ist etwas, und ich spreche das hier an, weil Sie alle mächtig sind. Sie sind mächtig, Sie haben Einfluss, Sie haben Netzwerke und das dürfen wir nie, niemals wieder zulassen und wir dürfen hier an dieser Stelle auch nicht schweigen. Denn ein Team. Ist nur in einer rechtsstaatlichen Demokratie möglich. In autokratischen, in totalitären Systemen nicht. Meinungsvielfalt und individuelle Freiheit werden dort stattdessen gewaltsam unterdrückt. Fragen, denen Politiker mit schlimmen Floskeln ausweichen könnten, werden schlicht verboten. Wahlen in Autokratien nur noch zum Schein abgehalten. Es liegt in unserer gemeinsamen Verantwortung, es nicht so weit kommen zu lassen. Deshalb müssen wir Demokratinnen und Demokraten uns bei jeder extremen Zuspitzung und Schuldzuweisung fragen, ob wir damit das Vertrauen in unsere freiheitliche Gesellschaftsordnung stärken oder schwächen. Und natürlich kann kein Politiker allein die Regeln des politischen Betriebs ändern und sich den Mechanismen des modernen Mediengeschäfts völlig entziehen oder allein bewirken, dass wir wieder lernen, uns respektvoll zu widersprechen. Aber jeder und jede von uns muss mehr denn je seinen Beitrag dazu leisten, dass wir einander ernsthaft zuhören und versuchen zu verstehen, worum es den anderen geht. Ich denke, wir müssen auch wieder lernen, uns in unser Gegenüber hinein zu versetzen. Und es kann sein, dass es vielleicht auch mal recht hat. Auch das müssen wir ertragen. Mit einer klaren und unverbrüchlichen Haltung für Freiheit und Demokratie, mit lauter Stimme gegenüber all denjenigen, die das friedliche Zusammenleben in Freiheit und Demokratie abschaffen. Vor gut zwei Wochen ist mit Wolfgang Schäuble einer der ganz großen, unbeugsamen Demokraten der deutschen Nachkriegsgeschichte verstorben, der seiner Zeit gerade als Konservativer oftmals voraus war. Und in dem eben erwähnten Buch wird Wolfgang Schäuble zu seiner Sicht auf den Zustand der politischen Kommunikation in Deutschland gefragt. Und er sagt dort, und damit schließe ich auch, das, was Kommunikation eigentlich leisten muss, nämlich den Austausch von Argumenten zwischen denen, die unterschiedliche Meinungen und Interessen haben, der findet nicht mehr statt. Und er schließt mit dem Rat an alle Politikerinnen und Politiker, macht nicht so große Versprechungen, sondern erklärt, warum die Dinge so kompliziert sind und sagt, was ihr tut. Und tut es dann aber auch wirklich. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen, euch und uns alle einen unkomplizierten Abend und ein hoffnungsfroh kompliziertes Jahr 2024. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Aber jetzt haben Sie fünfmal das Hamburger Abendblatt erwähnt. Jetzt muss ich wenigstens einmal Hamburger Klöntner sagen dürfen. Der Hamburger Klöntner, der am 1. März vergangenen Jahres sein 40-jähriges Jubiläum hat, begehen durfte. Und da ich gerade bei Jubiläen bin, am 9. Januar 2025 ist hier wieder der Neujahrsempfang, und zwar der 30. Wir machen ein Fass auf.
Sie sehen mich hier durchaus stolz. Ich freue mich, eine besondere Persönlichkeit für den heutigen Abend gewonnen zu haben, der ja so ein bisschen, nicht nur so ein bisschen, auch deutlich Worte sagt und auch Sachen auf den Punkt trifft mit seinem letzten Buch Erschütterung. Das ist schon fast ein notwendiger Ruf an die Wahrung der Demokratie und an den Schutz der Demokratie von außen und von innen. Bitte begrüßen Sie den Bundespräsidenten AD Joachim Gauck. Im Michel, ich habe im Thalia-Theater, ich habe im Haus Rissen alles Notwendige gesagt, was sich aus meinem hier erwähnten Buch Erschütterung ergibt. Und die Menschen, die dort waren, haben das alles verstanden und mitgenommen und haben das auch zum Teil bei ihnen schon untergebracht. Einige haben das Buch ein paar Mal zu Weihnachten verschenkt, alles super. Also ich habe hier geliefert und deshalb gibt es von mir nur ein Dankeswort und ein Wunsch an die Hamburger Stadtgesellschaft. Das Dankeswort ist gesprochen, weil ich zwar ein Hanseat bin aus Rostock, aber durch die Umstände meines Lebens gehindert wurde, eine hanseatische Form politischen Lebens in Freiheit zu leben, jedenfalls was die ersten 50 Jahre meines Lebens betrifft. Nachher bin ich auf geheimnisvolle Weise nützlich gewesen in diesem Land, unter anderem mit dem schon erwähnten Beruf an der Spitze dieses Landes. Das war schon sehr merkwürdig, dahin zu gelangen. Aber niemals vergesse ich, dass wir das, was wir 1989 als Ossis so freudig errungen haben, die Freiheit, dass wir das eigentlich immer wieder neu lernen müssen. Und deshalb wünschte ich mir, dass die Lebensform Hamburg, also eine Demokratie, die sich aus sich selbst heraus immer wieder neu definiert und neu fixiert, dass sich das unverdrossen fortsetzt. Ich weiß, dass Sie gesegnet sind mit begabten Politikern, die allerdings, wie wir alle, auch öfter mal Fehler machen. Und ich weiß, dass ein Teil unserer Gesellschaft meint, die beste politische Analyse ist die Addition der Fehler der politischen Akteure. Und wenn man die dann addiert hat, dann beginnt das neue, wunderbare deutsche Lebensgefühl einer gepflegten Betroffenheit und eines gepflegten Verdrusses. Das mögen wir. Das mischen wir dann mit Ängsten, die einfach bei uns in Deutschland früher anspringen als in unseren Nachbarländern. Und dann machen wir uns bewusst, eigentümlicherweise geht es uns trotzdem über sehr, sehr lange Zeit unverhältnismäßig gut. Und zwar auf eine Weise, wie es unsere Vorfahren nie erlebt haben. Und deshalb spreche ich eben von der Lebensform Hamburg, dass wir eine sehr verbesserungsbedürftige Form des Gemeinwesens, nämlich unsere Demokratie, unverdrossen beibehalten und stützen. Und nicht wie in anderen Teilen der Welt darauf sinnen, wie wir das am besten abschaffen. Unter uns leben Menschen, in Hamburg nicht so sehr viele, die das vielleicht verändern möchten in Richtung einer Gefolgschaft als Bevölkerung und einer autoritären, bestimmenden, dominierenden Form des Regierens. Aber Hamburg zeigt uns, das muss nicht sein. Und deshalb werden die Versuchungen, die auch unser Land erreichen,
eine autoritärere Form, keine so liberale Demokratie zu haben, die werden hier nicht Wurzeln schlagen. Und da gibt es in Teilen Deutschlands Gebiete, wo das nicht so sicher ist. Und ich komme aus der Gegend, die nicht so lange wie Sie hier im Westen hat trainieren können, was es bedeutet, ein freier Bürger, ein Citoyen zu sein, nämlich eigenverantwortlich zu gestalten. Und das führt uns nicht immer zu Einigkeit. Das macht uns auch nicht irrtumsfrei. Das führt auch oft zu bitterem Streit. Und das führt manchmal auch zum Aufstieg von Menschen, die man eigentlich lieber in anderen Berufen sieht als in einem Kabinett. All das kann vorkommen. Aber es hat sich gezeigt, dass die Mehrheit in unserem Land auch durch die Beispiele, die Sie in Hamburg, wie Sie in Hamburg Demokratie leben, nicht bereit ist, das System zu wechseln. Viele Deutsche lieben es zu meckern und ihre Unzufriedenheit zu kultivieren, aber wenige wünschen sich eine Revolution, eine wirkliche Veränderung. Wir möchten, dass es besser funktioniert und dafür haben wir Gründe und das benennen wir auch und wir streiten auch. Aber dieser Streit gehört zu dem Lebensatem einer offenen Gesellschaft, einer lebendigen Demokratie. Und mir gefällt das, dass man in Hamburg, ob man hier geboren ist oder nicht, zu Hause sein kann, dass all die verschiedenen ihr Hamburg bilden, dass diese unzählig unterschiedlich glaubenden und unterschiedliche Lebensstile praktizierenden Menschen ein Gemeinwesen geschaffen haben, wo die Demokratie sicher zu Hause ist. Das gefällt mir. Jetzt wünsche ich mir noch eins, das ist nicht nur von den Hamburgern, aber ich bin nun inzwischen bald 84 und ich habe meinen Wunsch offen und frei. Ich möchte, dass wir uns in Deutschland verabschieden von dieser Kultur des Bemängelns dessen, was Mängel aufweist, aber immer noch unendlich viel mehr Vorzüge als Mängel. Dass wir einfach wieder imstande werden, an das zu glauben, was wir selber geschaffen haben, wir oder unsere Eltern und Großeltern. Dass wir plötzlich begreifen, aha, wir sind nicht nur aus Versehen da, sondern wir sind ausgestattet mit wunderbaren Gaben, die es uns erlauben, auch in einer Zeit voller Wandel und voller Ängste zu sagen, das werden wir schaffen. Und dieses mit dem Schaffen, das wurde damals, als unsere frühere Regierungschefin das gesagt hat, bemängelt. Aber wünschen wir uns Regierungschefs, die sagen, liebes Volk, das schaffen wir nicht. Das wünschen wir uns nicht. Was wir uns aber wünschen können, ist, das Thema wurde heute mehrfach angesprochen, dass wenn wir so stark davon überzeugt sind, dass wir das schaffen, dass wir auch miteinander so ehrlich reden, dass wir sagen, wie wir das schaffen wollen, auf welche Weise. Und dass wir da nicht auf Osttäuschertricks angewiesen sind, sondern dass wir Politikern begegnen, die mit uns reden, als wären wir erwachsene und verständige Menschen. Die dann auch so zu uns sprechen und Ideallösungen mal nicht möglich sind. Wir haben eine solche Koalition, wo Ideallösungen offensichtlich schwer herzustellen sind. Klar, sowas gibt es. Wir, die Wählerinnen und Wähler, haben dies so gewollt. Wir haben die in ihre Regierung gewählt. Aber was wir erwarten können, ist dann, wenn man bestimmte Zielvorstellungen nicht erreicht, dass man dann uns auch noch ernst nimmt und sagt, warum und aus welchen Gründen dies nicht erreicht wurde. Und indem wir eine größere Offenheit und Ehrlichkeit in der politischen Kommunikation anmahnen, werben wir eigentlich um die Basis von Vertrauen. Denn wenn so mit uns gesprochen wird, dass wir nicht dauernd fragen müssen, welchen Sinn die Worte haben, sondern es erkennbar ist, weil man uns ernst nimmt und uns die Wahrheit zumutet, dann geht eben Vertrauen nicht verloren. Und Vertrauen ist die Basis unserer Demokratie. So, und zum Schluss. Ja, eigentlich, meine Damen und Herren, liebe Hamburgerinnen und Hamburger, eigentlich haben wir was zu verteidigen. Wir machen uns das nur nicht oft genug bewusst. Ich habe nicht ohne Grund ein Buch neulich gemacht, das Erschütterung heißt, weil ich so entsetzt war. Ich war über diese Bedrohung von außen durch einen Aggressor, der wieder die Politik der Stärke statt einer respektvollen Beachtung des Rechtes als politische Leitlinie nimmt.
Vorher war ich schon total verunsichert, als in den Vereinigten Staaten eine Figur wie Donald Trump zum Präsidenten gewählt wurde. Man muss sich das vorstellen. Diese gebündelte Inkompetenz und dann der höchste Präsident, der höchste Vertreter einer Macht, die ja einmal sehr viel dafür getan hat, dass die Geltung des Rechts, die Herrschaft des Rechtes weltweit Fortschritte genommen hat. Und dass das jetzt wieder drohen soll, all das verunsichert uns natürlich. Und es verunsichert uns auch, dass unter uns Menschen so zahlreich vorhanden sind in Europa, etwa ein Drittel der Bevölkerung, die sich eigentlich vor der Moderne und vor dem Wandel fürchten. Und jetzt komme ich nochmal auf Hamburg zurück. Das ist eine Stadt, die dem Wandel, der sehr intensiv war, nicht nur im industriellen Bereich, im Bereich der Wirtschaft, in der Kultur, diesen Wandel so gestaltet, dass die Menschen trotzdem so etwas haben wie eine Daseinsgewissheit. Ja, wir sind hier und wir sind richtig. Und gerade wenn sich viele Menschen vor dem Wandel fürchten und sich danach umschauen, ob nicht andere Regierungsformen vielleicht wichtiger und besser wären, weil vielleicht die Chinesen etwa Flughäfen schneller bauen können als die Berliner. Klar, kann man sehen. Aber möchten wir Deutsche unter Verhältnissen leben, wie die Menschen in China leben müssen? Natürlich wollen wir das nicht. Und wir wollen auch nicht unter Verhältnissen leben, wie die Menschen in Russland. Und wenn wir das nicht wollen, dann werden wir aber auch begreifen haben, dass das, was uns am Herzen liegt, vielleicht etwas ist, was wir verteidigen müssen. Und verteidigen können wir uns dann, wenn wir glauben, dass unsere Existenz sinnvoll ist, dass wir etwas Sinnvolles verteidigen. Was wir geschaffen haben und was uns ans Herz gewachsen ist, das ist so kostbar, dass wir nicht nur zugucken, wie es ihm wohl in der Zukunft geht, sondern dass wir Bürgerinnen und Bürger aktiv werden und sagen, ja, das verteidigen wir gegen die Feinde von außen und innen. Es gibt die Lebensform von Hamburg und die heißt Demokratie. Und sie lebt die Freiheit in der Form von Verantwortung. Und das ist die Zukunft, auf die wir zugehen. Und die wollte ich hier nochmal als Wunsch beschwören. Ich möchte, dass Sie dabei sind und nicht nur zuschauen, sondern aktiv verteidigen das, was wir so schön geschaffen haben in Hamburg, in diesem Deutschland, in diesem freien Europa. Ich danke Ihnen für diese Geduld und auch für das Verständnis, dass es ein bisschen ernster war. Das nächste Mal wird es wieder lustiger. Feiern dürfen wir trotzdem. Alles Gute. In die Mitte und dann haben wir schon. Schauen Sie einmal gleichzeitig vor. Ein Lächeln wäre schön. Ja, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, jetzt ein wunderschönes Gruppenbild. Von links Carsten Linnemann, dann Katharina Fegebank, Joachim Gauck, Peter Tschentscher und Klaus Schümann. Toll. Das Bild haben wir den ganzen Abend gewartet. So. Vielen Dank, Reise. Viel Spaß. Ja, und der Hauptpreis des Abends wurde ersteigert mit der MS Europa in einem Wert von 21.320 Euro ist ersteigert worden von, jetzt werden wir gleich sehen, von wem sie ersteigert wurde, von dieser Dame. Katja Suding macht Urlaub. Können wir vielleicht kurz mal abfilmen. Sie hat die Reise ersteigert.